Vielen Dank für die Kommentare zum letzten Podcast, aber ich musste jetzt leider die Reißleine ziehen. Ich musste Sky nun das Ruder entreißen und einen anderen Host suchen und ich denke, ich habe auch eine Person gefunden, die perfekt ist, aber ich glaube, also nicht ganz perfekt ist, aber ich glaube, seine Vita zeigt dennoch, dass er das vielleicht drauf hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Meine Damen und Herren, unser neuer Host. Hallo und herzlich willkommen zum Geek-News-Podcast Nummer 360. Der Geek-News-Podcast wird präsentiert von instantgaming.com. Instant-Kauf, Instant-Lieferung, einfach Instant-Game. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Geek News Podcast 360. Heute mit... Dutzer, sag mal, hört man dich hier tippen? Ja, hört man. Nein, bestimmt nicht. Ich kündige, ich habe keine Lust mehr. Es könnte sein, dass ich gerade getwittert habe, dass ich hier im Podcast bin. Oh Gott. Gut, dass du schon gekündigt bist. Oh Mann. Ja, guten Abend, Alex. Schön, dich endlich mal mit dem Podcast zu haben. Ja, schön, wieder hier zu sein und die Qualität ordentlich nach unten zu drücken. Ne? Irgendeiner muss das ja tun. Tiefer geht's ja nicht mehr. Ihr wurdet zu professionell, habe ich gehört. Ja, großer Kritikpunkt. Plötzlich irgendwie mit Einspielern und fancy Absprachen, wie man Podcasts anfängt und so. Kenne ich nicht. Ich tipp lieber. Ja, wir können ja nichts dazu, dass du 10 Minuten gebraucht hast. Das war ziemlich traurig. Ja gut, ne? Aber ich glaube, ich hatte damals auch 10 Minuten gebraucht, um zum Sky das erste Mal zu erklären, was ich eigentlich vorhab, wenn ich mich zurückerinnere. Ja gut, aber ich habe ja auch die ganze Arbeit dahinter. Ich könnte ein bisschen mehr Erklärung. Ja, deswegen versuche ich bei dir auch möglichst so den Part, wo du noch was sagen musst, wegzuhalten, damit du dich wirklich rein auf den Kamerawechsel und so weiter konzentrieren kannst. Letzte Woche hat es doch funktioniert. So. Ja. Ja, danke. Ja, Alex, wolltest du was sagen? Nö, ich wollte nur irgendwie über Dozi und Sky lästern, was man halt so macht im Podcast, ne? Ja, ist richtig, deswegen haben wir dich ja auch eingeladen. Wir haben ja keine Themen, von daher. Ja, nice! Du bist ja unser Thema keine heute. Keine Themen, geil! Na, so schlimm ist es nicht. Also, ja, es gibt schon einiges. Wir hatten ja gehofft, dass es vielleicht noch bis zum Podcast der die Quartals-Roadmap kommt, aber ist einfach nicht passiert. Ich gucke jetzt nochmal nach F5. Vielleicht kommt es noch im Laufe des Abends. Wahrscheinlich. Ja, das wäre eine wunderschöne Überraschung, aber ich befürchte erst nächste Woche. Wenn du wolltest ja eh Sommerloch haben. Ist mittlerweile ein Herbstloch. Ja, also. Es ist Herbst, ja, aber Sommerloch gab es trotzdem nicht bei uns. Ich habe mich übrigens mal ein bisschen unterbelichtet, damit das schöner aussieht. Und es passt auch eher zu dir unterbelichtet. Danke. Falsche Richtung, oder? Ist, nein, ja, deins war das sogar richtig. Immer richtig sogar, ja. Wird dann ignoriert, ist gekonnt, so wie es ist halt ein Profi. Ja, ja. Ich bin's ja gewohnt als Promi. Ich werde ja als Promi. Das ist nichts, was ich mir ausdenke. Ich werde als Promi von Leuten bezeichnet. Bin ich das natürlich gewohnt und das geht dann an mir ab wie bei Teflon. Wer hat dich jemals Promi genannt? Es ist doch mittlerweile der Running Gag hier. Wie viel hast du dafür gezahlt? Gar nichts. Ich stand nur da und habe aufs Event gewartet. Warte mal, du stehst nur da und wirst als Promi bezeichnet und ich renne zu Leuten hin und werde dann von denen gedisst, weil sie keine Ahnung haben, wer ich bin. Ja, ja, so nice. Sieht's aus. Er hat mehr Zuschauer als du, wenn das du willst. Und das konstant. Ja, das letzte Mal, dass ich gestreamt habe, war im Juni. Also Vergleichswerte sind schwierig. Lang ist her. Oh ne, Lüge, ich habe irgendwann im Anfang August, glaube ich, eine Runde 45 Minuten Vollgeist in meiner Mittagspause gestreamt. Weil ich, das kam da gerade raus und ich wollte den Hype mitnehmen und hatte 3 Zuschauer und dann habe ich wieder ausgemacht. Wow. Ja. Ja, da merkt man halt, dass du nicht mehr hier professionell irgendwas machst. Weil wir schalten auch für 9 Leute den Gilius Podcast ein.
Ja, ich schalte für 3 Leute wieder aus. Bin ziemlich abgehoben. Ja, das ist Promi-Sputti. Ja, ich bin ja C-Promi, da bin ich das gewohnt, nur vor 9 Leuten irgendwas zu tun. Wenn du C-Promi bist, was bin ich dann? Z. Ich habe ja meinen Höhenflug mit so 170 Zuschauern im Schnitt bei der Art Show. Auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, du bist eigentlich der Promi, du hast die meisten Zuschauer von uns, ja. Dich kennt man halt auch weltweit. Auch nur, weil ich Aureen-Codes vergib. Ja, ich wurde auch am Anfang nur beliebt dadurch, dass wir Precursor-Giveaways bei PvP-Turnieren gemacht haben. Sonst hätte auch keiner diese Seite hier geguckt. Ja, ohne euren PvP-Stream, ganz ehrlich, wäre ich heute nicht bei Gilden. Hätte auch wahrscheinlich auch bis heute nie Twitter bin. Oh, das ist. Ich wollte das halt die 400 Edelsteine haben. Hätte mir niemand gesagt, dass wenn ihr in .eu ein Guild News Teil bekommt, wäre ich niemals bei Guild News gelandet. Vor allem hätte an dem Tag, nicht, wo Guild News kommt. Hätte ich nicht aus Versehen beschlossen, mich bei Wenn in EU zu bewerben, hätte es Guild News nie gegeben. Und richtig, wir wärst du heute nicht bei meinem MMO? Du heute nicht im Creative Partner wahrscheinlich. Domi hätte das schon gemacht. Never ever. 100 Euro dagegen, dass Domi mehr gemacht hätte als die Mindestarbeit. Er hat doch nur den Podcast gemacht, das war's dann. Da kommt in den Anfangszeiten hat Domi tatsächlich nicht gearbeitet. Ohne Guild News hätte ich mein Studium geschafft. Ohne Guild News hätte ich vielleicht mein Studium geschafft. Du wüsstest vielleicht nicht mal, was du studieren willst. Ja, stimmt, ja. Also müssen wir an dieser Stelle der Stadt Gelsenkirchen danken. Die ist tatsächlich an all dem schuld. Weil ich bei der Stadt Gelsenkirchen, darf ich das überhaupt laut in einem Podcast sagen, zu wenig zu tun hatte, habe ich angefangen, Reddit-Threads zu lesen und auf Deutsch für andere zu übersetzen. Und dann daraus entstand die Idee für Guild News. Das heißt, am Ende müssen wir der Stadt Gelsenkirchen, die mir zu wenige Aufgaben gegeben hat, danken, dass wir heute hier sind. Meine Güte, das war was für Galileo-Mysterium oder so. Okay. Damit wir vorankommen. Kommen wir zu den Kommentaren des letzten Podcasts. Ich weiß nicht, hast du das früher gemacht? Wir haben, wenn wir mal dazu aufgerufen haben, dass Leute zu einem bestimmten Thema kommentieren, Kommentare vorgelesen. Da waren dann das halt Diskussionsthemen. Ich habe mir allerdings, ich hätte nie irgendwie sowas wie Lob für Einspieler oder zu viel Gelaber als Feedback aufgeschrieben oder vorgelesen. Nein, vorgelesen. Aufgeschrieben haben wir manches Feedback, aber vorgelesen hätte ich das nicht. Es ist ja gar nicht Feedback, also das ist eigentlich im Prinzip, wir versuchen halt so ein bisschen Interaktivität. Und das funktioniert eigentlich schon ziemlich gut. Echt über so eine Woche? So eine Wocheninteraktivität. Wir haben so einmal die Woche quasi ein Date und schieben uns so einen Zettel von A nach B und nächste Woche kommt er dann zurück. Ja. Naja, die Leute haben immer noch die Option, auch natürlich beim Discord vorbeizugucken und mit uns zu labern. Die Option existiert immer. Ja, klar, absolut. Man will natürlich auch die Leute ein bisschen motivieren, das kommentieren. Und es gab schon tolle Themen dadurch. Für den Algorithmus. Nein, sicher nicht. Wir haben da schon einige, wir haben sogar mal ein Hauptthema daraus gemacht. Kommentar. Ja, nice, ich werde auch ein Kommentarthema machen. Gut, dann gehen wir es doch mal direkt durch. Da gab am Anfang eine Entschuldigung dort sagen von Gil. Ja, genau. Also wir haben ich habe das Ding hochgeladen und ich habe nicht mitbekommen, dass es bei YouTube irgendwelche Änderungen gab bezüglich Werbung, was dann dazu geführt hat, dass ihr alle 2 Minuten auf YouTube Werbung bekommen habt, wo ich halt auch mir denke, what the fuck? Weil, wie lang war das letztes Mal? Eine Stunde 40 Minuten, dann alle 2 Minuten Werbung. Gebe ich zu, würde ich mir nicht angucken. Da klingelt es dann aber im Geldbeutel. Ja, es wurde auch kritisiert. Ich glaube nicht, dass es so hart bei uns geklingelt hat. Deswegen, wenn es geklingelt hat, dann vielleicht 1 Euro. Wenn überhaupt. Ja, das ist die harte Realität von YouTube, meine Damen und Herren. I know. I feel it. Genau, das war auf jeden Fall nicht unsere Intention. Wir haben das auch gefixt, beziehungsweise Herz Melodie hat das dann auch gefixt. Und wir achten jetzt auch definitiv darauf, dass das jetzt nicht mehr kommt, bis YouTube wieder was ändert. Oh ja. Dann gab es natürlich hier einen Kommentar von Thomas Wendebaum, der geht an dich. Der Einspieler von letzter Woche kam gut an. Ja, wieso? Oh. Das geht eigentlich an dich. An uns beide, aber du bist derjenige, das ist eigentlich dein Baby.
Ja, du hattest so die Idee dafür und hast das Drehbuch im Grunde geschrieben. Ja, so wie heute, ich weiß. Klopfen wir mal auf die Schultern. Ja, eben. danke. Ich bin ganz glücklich, wenn es bei den Leuten ganz gut ankommt. Also ich habe ja vorhin schon drüber gesprochen, dieser eine Einspieler, wo einige gedacht hatten, what the fuck, und dann später gemerkt haben, okay, das ist ein Twist dahinter. Auf den bin ich persönlich nach wie vor noch ein bisschen stolz, weil der bei den Leuten immer noch in den Kopf drin hängen bleibt. Also nicht nach wie vor ein bisschen stolz, sondern er ist sehr stolz darauf. So stolz, dass er mir das gerade im Vorgespräch unbedingt erzählen musste. Ja, weil du es im Grunde als Unsinn abgetan hast. Ich habe das nicht als Unsinn abgetan. Ich habe gesagt, es ist verwirrend. Eindruck? Nein, ich finde das ziemlich cool. Ich würde halt. Also, nee, ich finde das wirklich cool. Das ist eigentlich eine smarte Idee. Ich weiß nicht, warum wir das nie gemacht haben. Ja, weil du der Podcast-Host warst und nicht ich. Das. Ja, ist richtig. Ich war wenig für Innovation, Struktur und Arbeit und viel, viel mehr für. Ja, wir setzen uns hier hin, machen eine Flasche Bier auf und quatschen. Ne? So, das waren noch schöne Zeiten, wo ich noch keine Themen geschrieben habe. Da hatten wir auch noch Themen, ne? Das muss man ja fairerweise sagen. Wenn es nur, weiß ich nicht, Aufreger waren oder so. Aber wenn wir da auch beim Punkt gerade sind, also wir haben auch Kritik bekommen von Max Mustermann, den Namen finde ich gut, dass wir zu viel Gelaber hatten. Also es wäre ein guter Podcast gewesen, hätten wir uns einfach nur auf die News konzentriert. Da muss ich sagen, ja und nein, weil. Letzte Woche gab es halt einfach nichts. Wir mussten halt so ein bisschen Zeit totschlagen. Deswegen haben wir unsere Aurora- und Visionssachen ein bisschen ausgedehnt. Also ich bin ja jetzt kein Teil mehr von Gate News. Ne? Das heißt, alles, was ich sage, Gate News distanziert sich von mir. Wie früher wäre es, ne? Gate News distanziert sich von dem, was ich sage. Aber das ist halt ein Podcast. Ja, die Idee ist halt nicht, wir rattern eins zu eins die News runter, die da stehen, sondern wir haben halt smartes Gelaber und geben unser Senf dazu. Ja, okay. Wir haben Gelaber und geben unser Senf dazu. Und ja, ich weiß nicht, wie sehr ihr da tatsächlich gelabert habt, aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen, die beiden haben das gut gemacht. Genau. Wir könnten auch einfach die News vorlesen, aber das hätte halt nicht den gleichen Effekt, als wenn wir das Gelaber zwischendrin reinschmeißen. Ja, also das ist auf jeden Fall die Art und Weise, wie ich halt Podcast mag. Da gehört Diskussion mit dazu, da gehört Spontanität dazu. Weißt du, das macht es einfach aus. Also so war eigentlich der Gildenius Podcast immer, wie Alex gesagt hat. Aber trotzdem, Kritik ist angekommen. Wir passen natürlich auf. Dumm ist nur, dass wir heute Alex dabei haben. Und was ist das Hauptthema heute, Alex? Ich entschuldige mich. Wer ist das Hauptthema heute? Nein, ich bin nicht das Hauptthema. Das Hauptthema heute ist, weil sonst keiner über den PvP habe ich gehört. Darüber werden wir auf jeden Fall reden. Da gab es ja was haben wir sonst noch? Genau, und der letzte Kommentar hier noch von Marc Pabel geht halt wieder um das Schloss des Zauberers. Wäre schön, dass das mal kommen könnte. Das war ja mal als Raid im Gespräch. Das weiß ich noch ganz genau. Peter. Oh, Dutzi, leg los, Dutzi, komm. Nee, ich sag dazu nichts, aber ich muss persönlich sagen, dass das Schloss des Zauberers hängt mir in den letzten Tagen auch öfters im Kopf drin. Muss ich zugeben. Ich weiß gar nicht, wegen Halloween wieso. Oder so, wegen der Jahreszeit? Ich weiß es nicht, aber das geistert in den letzten Tagen bei mir, also auch vorhin noch vor dem Podcast, ist es auch die ganze Zeit im Kopf rumgegeistert, ohne dass ich den Kommentar vorher kannte. Ich weiß nicht, wieso. Das heißt, du liest dir die Kommentare auch erst immer kurz vor dem Podcast durch? Nee, ich lese die auch unter der Woche durch, so ist es nicht. Aber ich lese dann auch noch mal kurz vorm Podcast, weil vergisst bis die auch wieder. Kurz vorm Podcast könnten noch Kommentare dazu kommen und man vergisst auch natürlich wieder Sachen. Oder verwechselt es mit dem Kommentar, der vor 3 Wochen mal gemacht worden ist von, was weiß ich, von Inkontinentia oder sonstigen wunderbaren Personen da draußen. Deswegen lese ich die auch vorm Podcast noch mal durch. Ja, aber die Geschichte war tatsächlich mit Peter, der ja erzählt hatte, dass sie daran mal wieder rumgewerkelt haben. Und dass es da, ich glaube, es gab Ideen zwei dazu. Raids, gab es, glaube ich, wo sie dann arbeiten wollten. Eins davon haben sie sicher gestritten, wer jetzt das Team wird für das Schloss. Aber wahrscheinlich war das mehr Sarkasmus. Und danke für den Sub übrigens, Alex. Gerne. Vielleicht sind ja die letzten Edelstein-Updates vielleicht ein Hinweis darauf, dass das Schloss vielleicht doch noch jetzt kommt. Achso, du meinst wegen dem Königintal, Akademie. Ja, genau. Das ist ja nicht was alles so auf Magier, Harry Potter gemacht ist. Aber das ist nicht ein Gendaran. Ja, ich weiß, ist das Schloss. Ich weiß, aber es ist Kryta.
Also der offizielle Wortlaut, ich weiß, ob du das gerade genauso vorgelesen hattest, wenn nicht, wenn ja, korrigiere mich, war, ich denke, hoffe, es ist okay, wenn ich euch verrate, dass mehrere Teams darum gekämpft haben, wer die Spieler letztendlich in den Turm des Zaubers bringt. Egal, welches Team verliert, alle gewinnen. Das war die Aussage von Peter. Wie halt ernst das ist halt immer so Sache. Er war immer sein großer Troll. Wo ist der jetzt eigentlich? Oh, das hatte ich letztens. Ich habe letztens so ein paar Ex-Arena-Net-Mitarbeiter aufgegriffen. Ach so, ja, er hat auf jeden Fall Übersetzungsarbeit für Animal Crossing New Leaf gemacht. Nicht New Leaf, New Horizons, also das Nagelneue, was jetzt rausgekommen ist. Ja. Da hat er einige Bewohner sozusagen. Weil er hat übersetzt und die Dialoge halt ein bisschen verändert, neu geschrieben. Denn so dadurch auf die Art und Weise halt diesen Sarkasmus beigebracht. Das hat er auf jeden Fall getweetet damals. Genau, das hatte ich nämlich gelesen, ist er bei Studio Wildcard untergekommen. Und die machen was? Den Namen habe ich gehört. Ich gucke noch nicht gerade dahinter, was für ein Spiel. Ich bin gerade am Überlegen, ob das Ark war das, oder? War es das? Warte. Ark Survival Evolved hier Dingens. Wer ist das andere Spiel? Atlas? Das Piraten-MMO? Ach, ja, also im Grunde das Ark, was jedes Jahr neu rausgebracht wird unter einem anderen Setting. Das Early Access-Spiel mit dem Ashen Addon. Also unter einem anderen Setting. Warte, was? Na naja, gut, im Grunde ist das Piratenspiel nicht viel als das Ark Evolved. Achso, so meinst du das? Ja, gut, ja. Aber das meinte ich. Jedes Jahr ist jetzt ein bisschen übertrieben. 2017 ja, das Ark, 2019 das war Atlas. Auch, war natürlich auch kam gewollt überspitzt gesagt. Kam doch erst vor kurzem ein neues Addon raus, soweit ich will. Neue Addons kommen, glaube ich, für Ark recht viele raus. Das ist auch schweine erfolgreich. Man unterschätzt unheimlich Ark Survival. Ja, ist auch ganz spaßig. Ich hab's mal. Ja, wobei gespielt. Atlas, glaube ich, absolut ein Reinfall. Wenig stirbt, wie ich so mitbekommen habe. Die haben das dreimal neu gestartet. Ich glaube, der schlimmste Fehler, den die gemacht haben, das war irgendwann im, ich weiß, weil ich diese fürchterliche News geschrieben habe, da haben Spieler, die haben angekündigt, dass wir ja so im April oder Mai einen Server-Reset machen und alles wird auf Null zurückgesetzt. Und die Spieler dann so, ja, smarte Idee, alles auf Null zurückzusetzen. Das Problem ist nur, ihr sagt uns jetzt, spielt die nächsten 2 Monate dieses Spiel nicht, weil wir setzen das in 2 Monaten eh zurück. Und dann haben Spieler im Reddit eine Petition gestartet, dass doch bitte jetzt die Server zurückgesetzt werden sollen und nicht in 2 Monaten, weil sie nicht 2 Monate warten wollen. Mhm. Wann schreibst du schon mal eine News? Spieler fordern, setzt jetzt die Server zurück. Das macht ja eigentlich auch Sinn. Total unsinniges, ja, aber total unsinnig, das 2 Monate vorher anzukündigen, yo, Mädels, wir setzen dann demnächst euer ganzes Spiel zurück. Ihr kauft aber noch so, ein paar Sachen im Job, dann wird zurückgesetzt. Aber so wie das bei denen läuft, könnten sie sich vielleicht mit Amazon Gaming zusammentun. Oh! Oh! Oh, machen wir nachher noch ein Fass über New World auf und Crucible. Dann wird der Wein-Chip holt, das wollen wir nicht. Oh, Crucible. Ist er schon tot? Nee, ist er wieder in der Nein, das ist wieder zurückgesetzt. Nach einem Release zurück in die Beta. Ja. Es wurde aber auch sehr gut beworben. Aber das ist ein anderes Thema. Ich vermisse Breakaway. Ja, ich auch. So ist nicht. Aber es ist ein Breakaway-Klon tatsächlich auch in der Entwicklung. Den verfolge ich auch. Er sieht sogar gar nicht so schlecht aus. Mal gucken, wie es noch weiterläuft. Ja. Whatever. Wir haben noch andere Themen. Wir suchen nämlich bei Guild News noch Leute. Und zwar konkret brauchen wir aktuell noch mindestens einen PvE und einen PvP-Redakteur. Wenn ihr euch darauf bewerben wollt, könnt ihr das natürlich gerne auf guildnews.de tun. Den ersten Artikel unseres WVW-Redakteurs, der kam ja letztens raus, darüber hatten wir gar nicht gesprochen. Haben wir den bei uns hier eigentlich auf der Liste? Der steht auf der Liste, ja. Ja, nach dem Schwarz-Leben-Drohnen. Aber ist egal, schieb's ruhig vor. Ah, okay, cool. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, cool. Weil für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, wir haben einen WVW-Redakteur, der hat lange gebraucht, um seinen ersten Artikel rauszuhauen. Hat aber auch seinen Grund, wenn man mal in den ersten Artikel reinschaut. Denn da sind jede Menge wunderbare Item-Verlinkungen drin und so weiter. Er hat nämlich einen Guide für den Support-Aufwiegler im WVW geschrieben. Oder für andere Leute, die es vielleicht als Support-Firebrand eher kennen. Genau. Der qualifiziert sich übrigens als WVW-Redakteur dadurch, dass er extrem viel WVW spielt auf dem Server Elonafels und dort auch leadet. Ich war, glaube ich, vor 3 Wochen bei ihm mal beim Reset dabei, als er geleadet hatte. Da gehe ich auf den Server und da hole mir mit ihm zusammen die 3 WVW-Tribute oder was ich da brauche für die Legendary. Ich habe jetzt
6, glaube ich, inzwischen. Ich habe aber auch die Woche auch wieder sehr viel WVW gespielt, dass ich sogar bis zur letzten Truhe durchgegangen bin, wo es dann nochmal 4 wunderbare mystische Münzen gibt. Genau, du kannst auch mal über einen dieser Links drüber hovern, Sky, dann sieht man auch ach, mal, was das ist. So was sexy, ist ne? Das ist so ja, sexy. Das ist aber nicht das, wo um mal leicht anzuteasern, wo wir eigentlich hinwollen, weil Darks, beziehungsweise ich dann wahrscheinlich auch noch irgendwann, bauen gerade Tools, damit wir das Ganze auch wunderbar in den Guides einbauen können, ohne dass wir irgendwelche bösen Sachen da treiben müssen, wo wir am Ende des Tages irgendwann mal in Teufels Küche kommen. Also mit uns selber, mit wie wir arbeiten. Und das könnten wir dann, das wird dann wahrscheinlich auch öffentlich für alle anderen auch verfügbar sein, sodass wir sowas dann auch machen können. Also sowas in die Art, wie das jetzt dann gemacht wird, wird in Zukunft auch für alle unsere Redakteure früher, später auch vereinfacht kommen. Genau, ich möchte an der Stelle auch ein fettes Lob ausrichten. Ich mag die Tatsache, dass er halt, also ich kenne das so aus eigener Erfahrung, ja, wenn wir Bildguides gemacht haben früher, dann war das vor allem eine Übersicht mit die Skills nimmst du mit und das legst du halt an und das ist deine Ausrüstung. Und zum Ende stand dann so ein bisschen was zum Thema Spielweise. Und hier ist das halt wirklich sehr, sehr schön gemacht mit Erklärung, warum diese Skills ausgewählt wurden, was man mit den Skills genau macht. Ich glaube, das hat auch irgendwer in den Kommentaren gelobt. Akinix, glaube ich, das ist... Genau, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich halt zum Beispiel persönlich an Meta-Battle immer sehr gerne mag, weil dann auch nicht einfach das Bild hingeklatscht wird, sondern da wird auch nochmal erklärt, warum jetzt genau dieser Trade und diesen Trade kannst du als Alternative mitnehmen, dann hast du so und so Vorteile und Nachteile. Der erinnert mich sehr stark an Icy Veins. Dieser Skill mehr Sinn. An was? Eine gute Sache ist, an Icy Veins. Auch eine Guide-Seite, gerade für World of Warcraft. Okay. Für jede einzelne Klasse und dann auf Raid, PvP und so weiter gesplittet. Und da wird es auf die gleiche Art und Weise eigentlich erzählt. Nehmt jetzt den Skill oder man kann den als Alternative nehmen und so weiter. Das finde ich sehr, sehr gut. Also wenn ich ins WVW gehe, um mir die Teile zu sammeln, die ich halt für Mission und Aurora brauche, werde ich wahrscheinlich meine Firebrand spielen. klingt nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie gut der Firebrand sich spielen lässt. Ich habe den persönlich noch nicht ausprobiert. Ich halte mich irgendwie von allen Klassen fern, also außer dem Ingenieur nach wie vor. Ich habe auch eigentlich irgendwie zu viel Spaß aktuell mit dem Support-NG im WHW, muss ich sagen. Ja, cool. Dann haben wir auch das Thema schon erledigt. Cool. Also wie gesagt, schaut es euch auf jeden Fall an und gebt Feedback, weil es war sein allererster Artikel. Und er war Artikeljungfrau. Ja, aber man hat schon gemerkt, dass sehr viel Herzblut auch da drin ist. Und er will halt extrem viel Feedback haben. Und das finde ich grundsätzlich gut. Also da haben wir einen richtig guten Fang gemacht. Dann lass sie nicht wieder zurück ins Meer schwimmen. Ja, das kommt immer auf die Leute von, wie lange sie halt dabei bleiben. Ja, alles selbst. Du hast ja irgendwann auch abgehauen. Ja, ich bin irgendwann so spontan mal gegangen nach 7 Jahren. Das ist, ich hab keine Lust mehr. Du bist Zigaretten holen gegangen. Ja, dann kann man nie wieder. Kalkatit-Ads zur Farm gegangen und dann kann man nie wieder. Ey, ja, YOLO hat Truhen geöffnet. Mhm. Ja, das kommt ja grundsätzlich immer gut an. Genau, er hat 25 Schwarzsilben-Truhen aufgemacht. Und ich meine mich noch zu erinnern, dass ich vermutet habe, dass er vielleicht mal nicht Glück hat und nicht den dunkle Materie-Umhang bekommt. Na, natürlich dann trotzdem gezogen. Dazu kann ich was sagen, dass ich dadurch, dass ich jetzt Aurora und Co. mache, jetzt schon zweimal Schlüssel bekommen haben durch Map Completion. Und dazu, ich habe den Schlüssel benutzt und hatte ja auch diesen. Ja, irgendwie kriegt ihn jeder. Also ja, bei den Vermilion-Flügeln war das wohl ein bisschen verflixt. Da gab es ja wirklich Leute, die haben 50 Truhen aufgemacht und die Vermilion-Flügel nicht rausbekommen. Weiß nicht, hast du die mitbekommen, wie die aussahen? Mutti? Ich habe schon gesehen, dass du seit zig Monaten nicht mehr online warst. Hab noch so überlegt, was die erste Gegend ist. Eine Lüge. Ich habe tatsächlich in den. Also ich war tatsächlich viel mehr online, als man sieht.
was daran liegt, dass ich unter anderem zum Beispiel das Fraktal mit den Devs spielen durfte. Ja. Und auf dem Stage war ich recht viel unterwegs. Auch die Episode vorher und irgendwas zum Festival haben sich nichts bei ihm geändert. Ja, ich schlafe weiterhin mit Devs. Sie zum Festival? Bitte mal für uns Guide schreiben. Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, zu welchem war das Festival? Nee, Festival, wenn du was, glaube ich, los für Dragon Bash, dass sie uns eingeladen haben. Keine Ahnung. Das sind halt immer so Presse-Specials. Das kannst du halt auch nicht wirklich mit dem vergleichen, was Guild News früher hatte. Weil die holen dich ja auf einem ganz anderen Level ab. Die denken ja, du hast das letzte Mal Guild Wars. Also das A denken die, vor du hast Jahren kein gespielt. Guild Wars 2 gespielt. Das heißt, ja. Die fangen dann immer ganz, ganz vorne an. Sunqua-Tal, lustige Sunqua-Gipfel, lustige Anekdote. Die haben das mit uns auf Stufe 1 gespielt und da war in meiner Gruppe ein Typ von Massively. Du meinst T1, weil auf Stufe 1 geht das ja nicht. Auf T1, ja. Ja, okay. Meine ich ja. Und dabei war ein Typ von Massively und eine Person, ich weiß gar nicht, von welcher Seite die waren, und dann halt zwei Devs. Und die meinten halt so, die Gruppe vor uns hätte Probleme gehabt auf T1 und mit uns wären die auch T3 oder T4 gegangen. Da habe ich mir so gesagt, ja, scheiße, dann, nachdem wir den ersten Boss gelegt haben, gesagt, ja, komm noch mal raus und noch mal rein und eine höhere Schwierigkeitsstufe. Und das haben die leider nicht mitgemacht. Sehr, sehr schade. Ich hätte es gerne in der höheren Schwierigkeitsstufe gespielt, weil T1. CM. Weil, ja, come on, T1 ist halt wirklich unspektakulär. Ja, das ist. Ja, vor allem der Anfang ist sehr unspektakulär. Du haust auf einem Felsen und weißt gar nicht, warum du eigentlich auf diesen Felsen haust. Es Gute ist, wenn du einen Dev dabei hast, der dir erklärt, warum du das machst. Ja, aber ich saß so da, so, was hast du diesen scheiß Felsen da auf sich? Was soll der mir über diesen Boss erzählen? Ich weiß, warum sie den nicht im Stream gezeigt haben. Ja, ich weiß, warum. Vor allem, ich habe halt auch noch direkt einfach einen Safe-Spot gefunden, wo du einfach dann nur noch draufhauen konntest. Fun Fact, bei uns war es auf dem Test-Server verbuggt, da hat kein AOE Schaden gemacht. Das war ein richtig langweiliger Bosskampf. Es passiert aber nichts. Es ist nichts, also er macht nichts und du machst nichts. Ein kleiner Golem zum Trainieren. Aber ja. Dafür gibt es ja den Stage-Server, damit alle Partner und Presse Fehler finden. Nee, also das ist leider zum Glück nicht so. Nee. Ach, selbst ein T4 gibt es sogar. Aber es ist noch gut, wenn man da noch Fehler findet und nicht, wenn es live ist. Und man ja, fehlt das ist Fehler. Allerdings wahr. Aber ja, wir waren bei YOLO, hat zu viel Lack. Genau. Frechheit. Das Video hast du schon wieder ausgewählt. Ja, ich lese gerade Kommentare unter dem Video und lache mich, checke, wie sie ihn alle lackern. Ja, Videos nie passiert. Es hat nie einer drunter kommentiert, Lacker. Alle hatten höchstens Mitleid mit mir. Ja, weil er zieht halt wirklich krasse Sachen raus. Also wirklich, da kann man nichts sagen. Das Glück ist mit den Dummen. Es ist halt echt, wo du manchmal denkst, es kann nicht wahr sein. Auch was er dann mit den garantierten Waffen- und Rüstungsfreischaltungen freischaltet, ist auch so, Also er hat jetzt zum Beispiel mit der garantierten Waffenfreischaltung dieses Mal das Kettenpeitschenschwert rausgeholt. Also das Schwert, was K8 trägt, was es mal für 600 Edelsteine gab. Allerdings, der Depp hat mit der garantierten Rüstungsfreischaltung den Weidmann-Rucksack freigeschalten. Ja, wo das ist ein Klassiker. Das ist. Ja, das habe ich aber letztes Mal auch gebracht im Stream, muss ich sagen. Da hatte ich auch sowas. Aber ich habe jetzt alle nachgezogen, damit mir das nicht mehr passieren kann, weil gerade die Handwerksrücken finde ich sehr peinlich. Es gibt auch, ich glaube, die haben nachträglich. Das Zeug nicht benutzt. Ich meine mich zu erinnern, dass die irgendwann nachträglich 2014, 2015 irgendwann nochmal einen Set Waffen nachgepatcht haben für so eine Zwischenstufe 325 oder 275 oder irgendwie sowas, Handwerksstufe. Die hatte ich alle am Anfang ja nicht freigeschaltet. Ich glaube, die heißen alle einfach nur Stahl. Die gab es, meine ich, ganz ursprünglich nicht. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, und die hatte ich halt alle nicht freigeschaltet. Das waren ja meine ersten Garderobenfreischaltungen. Auch so ein Klassiker. Auch ganz wichtig, Kinder, aufpassen. Genau. Eine Sache noch. Er hat sich wohl noch, ich habe das Video leider noch nicht gesehen, aber ich sehe es gerade in der Liste. Er hat sich dann wohl mit den Schwarzlöwenfigürchen Garderobenfreischaltungen noch gekauft. 4 Stück. Darunter hat er auch freigeschalten. Flüsterklinge. Wert im Handelsposten 329 Gold. Ja. Und das ist halt nicht bei ihm einzigartig. Ne? Das kommt bei dem immer wieder. Ich finde es unglaublich. Ja, wenn ich die Truhe aufmache, kriege ich immer irgendein Farbkanister, wo ich schon habe. Ja, irgend so was Furchtbares. Teleport to Friend ist auch inzwischen total unnütz. Oh ja, habe ich sehr viele und ich habe jetzt inzwischen auch angefangen, die einfach mit
offenen Händen rauszugeben, um mich zu Sky zu teleportieren, wenn er mich mal braucht oder umgekehrt. Du musst ja einfach so zu Leuten teleportieren. Einfach zu Leuten teleportieren, die gar nicht dich erwarten gerade und dann einfach so neben denen auftauchen und sagen Buh und dann zum nächsten geht teleportieren. Das nicht? Musst du nicht in Gruppe drin sein? Nein, du musst ja auch freundeslich haben, das reicht schon. Einfach hinzufügen zu Freundesliste, teleportieren. Doch, man muss in der Gruppe sein. Du musst in der Gruppe sein. Ja. Wenn in der Gruppe sein, mit Teleport Friend, echt? Ja. Gruppe sein und Freund sein. So habe ich es gemacht in Draconis Mons mit dem Jumping Puzzle. Mich zweimal hingeportet zu demjenigen. Ja, ja. Jumping Puzzle, absolut. Immer. Kenn ich der Drehen vom Buch auch? Ja, genau. Wir gelabern hier. Am Wochenende habe ich mit Durz Kenn ich der Drehen gemacht am Sonntag. Also, falls ihr lachen wollt oder lieber weinen wollt, schaut es euch an. Vor allem dieser eine Clip, den könntest du eigentlich jetzt auch mal abspielen, wo Sky einfach Raketenboots. Die Raketenschuhe anschmeißt vom Ingenieur. Oh, man muss halt wissen, der springt halt eigentlich ziemlich random geradeaus. Aber wie er da einfach wirklich 1A das Jumping Puzzle damit entlang springt, ist unglaublich. Und es ist ein One-in-a-Thousand-Sprung mit den Raketenschuhen. Ja, ich kann mir das ja nicht anschauen, weil dann müsste ich mich ja hören. Das ist voll... Will ich mir das nicht an? Nice. Ja, ich warte einen Moment, ich schau mal kurz. Sag mal, bilde ich mir das ein oder lagge ich im Stream? Ja, das könnte durchaus sein, weil ich gerade... Ah, okay. Also bei mir ist jetzt gerade... Vielleicht kriege ich wieder Werbung, okay? Das kann ich kann es nicht sehen. Ja, die Leute sagen hier schon 887 Transmutationen bei Ori. Ich glaube, du spielst aber auch PvP. Da kriegt man die eh noch mal mehr hinterher geworden. Absolut, ja. Und Gao mit 1,5k Transmutationen. Ja, aber Kiwi, to be honest, was hat sich denn an Guild Wars 2 geändert? Du musst halt alten Content spielen. Das ist halt so eine... Er hat gerade im Chat geschrieben, ja, die beiden erfreuen sich an Content, den Spuli vor 3 Jahren gemacht hat. Ja, ja, aber... Das ist halt MMORPGs, die leben davon, dass du auch Content von vor 3 Jahren spielst. Also ja, ich nutze die Zeit. Also ich habe ganz früher bin ich immer so nach dem Motto gegangen, ach, das sind Erfolge, die kümmere ich mich irgendwann mal drum, wenn ich Bock drauf habe. Und das sind halt jetzt Erfolge, die ich für Aurora brauche oder einfach nur Erfolge, die ich jetzt mache, weil ich sage, ich möchte meine Erfolgspunkte möglichst hoch pumpen, wie es geht. Und es funktioniert sogar ziemlich gut. Ich habe das ja auch letztes Mal schon gesagt oder auch im Stream. Und zwar, es hilft mir gerade mit dem Podcast auch ziemlich viel, weil ich sehe einfach, wie gut die Karten aktuell noch besucht werden. Wie viele Leute immer noch mit Commander-Zeichen oder Winter rumlaufen, wie die viele sich Leute? Gegenseitig helfen, ja. Wie viele Leute überhaupt die Event ständig spielen. Wie viele Leute immer noch irgendwelche Precursor-Sammlungen machen, ja? Du stehst bei irgendeinem Event, was du für die Sammlung brauchst, und da steht einer und du weißt ganz genau, der macht auch gerade diese Sammlung und hängt jetzt auch an diesem scheiß Event. Oder wie viele Leute dann auf Glutbuch triffst, die auch gerade noch Aurora bauen und die scheiß Mursat-Münzen sammeln, weil sie das nie gemacht haben. Danke für den Guide, Alex. Aber froh sind, dass es inzwischen Mounts gibt, weil es dann etwas leichter geworden ist damit, solange man nicht in den Jumping Passes da unterwegs sein muss. Ich musste übrigens an der Stelle 3-mal ins Jumping passen, aber das ist ein anderes Thema. Ich hab's dank Alex, hatte ich die 2 Mursat-Münzen. Ich musste nur noch einmal das Ganze abschließen. Das war schlimm. Ich möchte übrigens gerade mich in dieser sinnlosen Diskussion der Transmutationsladung beteiligen und sagen, 2737. Wow. Hab mich extra dafür jetzt eingeloggt, um das sagen zu können. Ja, das mache ich nicht. Ich logge mich nicht ein während des Podcasts, weil ich will seriös sein. Ja, ich kann es nicht machen. Ich bin früher, der einfach nur stierend auf dem Bildschirm gespielt hat und du wusstest ganz genau, der achtet nicht auf den Podcast. Ist das nicht mega geil, dass wir uns heute noch Anekdoten von vor 4-5 Jahren erzählen über Vanitas? Das ist der Klassiker bei uns. Übrigens, danke hier an Desaster Ten und Imegamani für eure Subs. Müsste Desaster nicht gerade raiden? Oder bist du nicht mehr? Ah, nee, bist du nicht mehr in der Gruppe? Ich sehe nur, dass die unten am Raiden sind. Ob die Burner, Hannibal, Mock, Milton, die alte Truppe. Gut, wenn Alex ja auf seine Antwort wartet, können wir uns kurz. Ich habe den Ton aber gemutet. Schauen wir uns mal den Rocket Jump hier an, oder? Komm, du wolltest doch haben, Du wolltest ihn ja auch unbedingt zeigen. Also. Ja, ja. Körper. Ich hatte hier schon irgendwie aufgegeben, ich hatte keine Lust mehr. Wollte noch fertig machen, dann zack.
Du machst doch da, bist du wahnsinnig? Also aus der Perspektive, die ich jetzt gerade sehe. Ja, das habe ich mir halt auch, deswegen habe ich auch so hart gelacht. Jo! Das ist halt ein One-in-a-Thousand-Sprung eigentlich. Ein legendär. Das ist halt unglaublich. Der, oh, das haben wir so abgefallen. Ich will das noch ein zweites und drittes Mal sehen. Ja, ich lass doch mal kurz lachen. Wer das macht halt das denn? Unmachbar, dieser Sprung. Dir ist schon das klar, ist halt, dass wenn du da hinten aus dem Puzzle rausgesprungen wärst, auch deine scheiß Safe-Spots resetten, wenn du Pech hast. Ehrlich? Das war okay. Das war auch noch das Ende des Jumping-Puzzles. Ja, ich weiß, also aber das ist... Aber wenn du da hinten rausfällst, das ist das, also wenn du aus dem Puzzle fällst, sind deine Safe Spots weg. Du wüsstest alles von vorne. Aber das ist halt der Skill, den ich mittlerweile aufgebaut habe, seit ich hier seit Wochen jeden Tag hier war, zum Beispiel. Oh, aber ist schon legendär, oder? Das ist legendär. Ja. Oh, nice. Darf man ja auch mal stolz sein, oder? Oh Mann. Ja. Du wolltest noch auf eine Antwort warten, oder? Nee, Desaster ist noch im Team. Er ist über WNOP. Oh, dann gute dabei. Besserung auf jeden Fall. Gut. Ja, hoffentlich fault ihr die Hand nicht ab. Eventwoche Fraktale sind ja angelaufen aktuell. Alex brauche ich gar nicht fragen, der hat es nicht gespielt. Doch, ich bin den ganzen Tag am Fraktale laufen. Mannschaft? Bies. Ich habe mich gerade zum ersten Mal eingeloggt seit Mitte Juni. Das war ja klar. Hast du es gespielt wenigstens? Ich hatte es mir vorgenommen, aber dann war dann doch WVW wichtiger. Aber wow. Aber also ich weiß noch nicht, ob das jetzt hinhaut, dass ich am Freitag früh, am Samstag früh, so wie jeden Samstag streame und dann würde ich das tun, in die Fraktale gehen. Wenn du mich WVW einmal für ein Fraktal mitnimmst, weißt du, okay, ich komme auch nicht in Voice, keine Panik. Hat gerade einer von den Zuschauern Bock auf eine Runde Fraktale? Ich kann ja nebenbei spielen, ich bin ja nicht Podcast-Host. T2 oder T3 oder so. Ihr beide könnt ja jetzt kurz Fraktale spielen. Das ist ja kein Problem. Oh Mann. Oh ja, stimmt. Uri hat da gerade noch was Schönes gesagt. Ich hatte mir als Jahresziel gesetzt, die 15.000 Daily Erfolgspunkte fertig zu machen, was ich noch ewig nicht hatte. Ja, das wird wahrscheinlich gar nichts mehr dieses Jahr. Doch, ich bin schon fertig. Ach so. Kurz vor meiner Hochzeit habe ich irgendwie 2 Wochen jeden Tag gemacht und dann lief das. Ich habe also meine Wette gewonnen, andernfalls hätte ich ganz viele Edelsteine an meine Community verlosen müssen. Ich muss sagen, ich habe die immer noch nicht voll. Ich mache irgendwie jeden Tag Dailies und habe die immer noch nicht voll. Weiß gar nicht. Das ist verrückt, wie lange das dauert. Ne? Eigentlich müsste man meinen, ich habe damit kein Problem. Solange meine Erfolgspunkte nach oben steigen, habe ich kein Problem. Jeden Tag 10 Erfolgspunkte nehme ich doch gerne mit. Wo hängt denn der Kollege Durzan? Ich bin jetzt Erfolgspunkte. Wo bin ich denn jetzt? Habe ich die 33 schon gerissen? Nee, ich bin noch auf der Startseite. Was macht ihr denn alle auf der Startseite von Guild News? Auf der ersten, also wenn du quasi nach Erfolgspunkten sortierst. Oh mein Gott, Leute. Aber macht euch auf mir schwierig. Dylan Dau, Cassandra, Christian Kett, Lifeline und Daskania. Das ist wahrscheinlich schon der dritte Daskania, ne? Giscardia. Nee, Daskania. Ach, Daskania. Ich nenne ihn immer Daskania. Ach so. Ja, aber ist doch auch schon bestimmt sein 5. oder 6. Account, der da unten rumgammelt. Unser Wikimann für Deutschland. Ja, genau. Mit seinen 47 Accounts, die jetzt alle irgendwie gebannt wurden. Ich hatte Manfleece, aber ich war immer zu faul, die Manfleece zu machen. Ich habe ein paar gemacht, aber nicht alle. Ich habe 2.000 Monthlies und 13.000 Dailies aktuell. Also aktuell, es wird ja nicht mehr. Ich glaube, ich habe 1.500 Monthlies. Oder 1.3. Irgendwas um den Dreh. Ist ja auch nicht so wichtig. Ja, wir haben extra als Hauptthema heute Alex Lava drinstehen. Also geil, oder? Ich erfülle das doch voll. Um nochmal kurz auf die Eventwoche einzugehen. Also seit Dienstag läuft die Eventwoche in Fraktalen. Ihr macht Fraktale, kriegt eine Trophäe, die gebt ihr ab. Umso mehr Trophäen die Community abgibt, umso coolere Community-Ziele erreichen. Ja, hier, ich hab's sogar von Reddit. Ich hoffe, dass das alles nicht Data Mining ist. Mir ist egal. Hier, das sieht man auf jeden Fall. Okay. Cool. Oh. Komm mal her. Hier, Fraktaldischfrischierung gibt's. Ja, das ist aus den Erfolgen, ja. Da hätte ich eigentlich auch mal reingucken können. Genau. Ja. Das gibt es dann halt alles, was einem gegeben wird. Im Grunde läuft es genauso wie beim Weltboss Ansturm heißt das, glaube ich, irgendwas.
Ihr solltet mindestens ein Fraktal teilnehmen, dann kriegt ihr auch die ganzen Belohnungen. Scheiße, dann muss ich echt ein Fraktal machen. Und ihr habt jetzt noch bis Dienstag 19 Uhr Zeit. Ja, ich muss auch noch eins machen, auf jeden Fall. Einfach damit ich das alles bekomme. Ja, ich wollte gerade sagen, einfach nur für diesen ganzen Scheiß-Loot ein Fraktal machen. Ja, das ist ja. Ich hätte auch gerne mal Sandcraft. Ich will ja auch Fraktalwaffen. Da sind zwei Fraktalwaffen drin. Eine goldene, eine normale. Das ist, ja, das ist mega für ist den Collection-Erfolg. Wenn du noch einen Luck-Account hast, du hast ja auch immer noch eine Bonustruhe. Und in den Bonustruhen sind halt Infusionen drin. Wenn du da einen absoluten Luck-Account besitzt, kannst du mächtig viel Gold machen oder mächtig shiny werden. Bestimmt irgendeine Fraktalgruppe, die gerade irgendwie T1 macht, oder? Rory sagt ja, ein Fraktal machen und einmal kaufen. Okay. Ja, Stufe 9, das schaffe ich. Ich gehe CM kaufen. Auch ich weiß, gut, ja? Wir fragen einfach rund am Sonntag, oder? Solange wir zwei fliegen mit einer Klasse. Ja, ich glaube nicht, dass ich mache mir auch extra eine gescheite Skillung für ihn. Ich glaube nicht, dass Ron mit uns Fraktale geht, glaube ich nicht, nein. Wenn man lieb fragt. Ich habe kein CM halt, aber normal. T1. Ach, T300, das geht auch so, ne? Ich habe kein CM. Wir machen ja auch Werbung hier für ihn im Podcast. Und da. Schaut alle Ron Claude. Also wie gesagt, es lohnt sich zumindest ein Fraktal zu laufen. Was weiß ich, geht mal Fraktal Stufe 1 oder sowas. Ja, da braucht ihr keine Qualresistenz, geht relativ schnell. Und dann seid ihr auch da mit im Pott mit drin und kriegt nochmal ordentlich coole Belohnungen. Macht's am besten jetzt, so wie ich, Stufe 9. Genau. Oder ihr bleibt noch bis zum Ende des Podcasts, denn whatever. Wenn ihr keinen Bock habt auf Fraktale, weil ihr eher PvP-Spieler habt, dann ist das Thema jetzt vielleicht eher euer Ding. Denn ab dem Dienstag, den 6. Oktober, gibt es eine PvP-Turnierwoche. Oh ja. Und das ist ziemlich crazy. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, das gab es nämlich so noch nie. Denn die Turniere rotieren in ihrem Modus jeden Tag. Also am Dienstag geht's los, um das mal kurz zu erklären. Es gibt immer diese automatisierten Turniere und es gibt auch ein monatliches, aber das fällt da jetzt nicht mit rein, hoffentlich. Und bei diesen Turnieren, die da täglich mehrmals sind, rotiert jetzt der Spielmodus. Und am Dienstag geht's los, da gibt es ein 2v2, also 2 gegen 2 Team-Deathmatch. Das hatten wir ja schon in Ranked gehabt. Ja, richtig, das ist ja, was immer dazwischen Season war. Dann, genau. Und was wir auch schon zwischen den Seasons hatten, das kommt nämlich eben am Mittwoch, ist ein 3 gegen 3 Team-Deathmatch. Was wir noch nicht in der Season hatten, was man Ranked spielen könnte theoretisch, aber keiner tut, ist Festung. Und das wird dann am Donnerstag gespielt. Und ich überlege tatsächlich. Da hab ich mega Bock drauf. Ich habe tatsächlich überlegt, Festung zu spielen. Ich lästere sehr gern über diesen Spielmodus in letzter Zeit, weil es halt eigentlich so eine Geschichte ist, die kam mit dem Add-on rein und. Mit Haute, ja. Nee, mit POF kam das. Was? Nee, mit HOT. War das mit HOT? Ist das wirklich so? Ja, das war da, wo Dommi so groß Augen gemacht. Dommi das noch richtig groß gecovert. Boah, und okay. Es gab damals bei der World Tournament Series auf der Gamescom, erinnerst du dich da nicht mehr dran, 2015, da gab's ein Teaser-Match auf der Karte, das war. Ja, auf jeden Fall, es spielt kein Mensch den Modus. Und lästere immer darüber und sagt dann immer so, eins Feature des nächsten Add-ons ist ein neuer PvP-Modus. Weil wir ja auch alle darauf warten, dass es einen neuen PvP-Modus gibt. Total, Obwohl, ich muss sagen, ich warte auf den Capture-the-Flag-Modus. Es wäre dann halt sowas wie die Gildenhalle in GW1. Und Capture-the-Flag gefällt mir in ziemlich vielen Spielen, wird aber leider nicht so gern gespielt von anderen Spielen. Aber das ist ein anderes Thema. Genau, also Festung. Wenn ihr euch mal gucken wollt, wie das kompetitiv aussieht. Was sieht der Typ an, wie davon der Hallo ist? Dann ist der Donnerstag für euch was. Am Freitag gibt es dann noch ein 4 gegen 4. Bin ich tatsächlich sehr drauf gespannt, weil 4 gegen 4 ist halt was wir so gar nicht hatten. Und es ist halt Deathmatch. Es ist also nicht. Hast du nächste Woche Schicht, Alex? Abends? Leider sehe ich mich noch nicht darin, Freitag zu streamen. Bisher. Oh. Das hätten wir nicht machen können. Ich bin tatsächlich geneigt, aber das ist halt jetzt viel zu früh versprochen, weil ich immer donnerstags bis 20 Uhr arbeite, habe ich 3 Stunden Mittagspause. Vielleicht schaffe ich es in den 3 Stunden genau um 15 Uhr. Also Turniere finden immer alle 3 Stunden statt. Und es ist 15 Uhr, ist, glaube ich, gelogen. Das nächste ist um 20.15 Uhr, 23.15 Uhr, 2.15 Uhr. Jetzt muss ich denken, wie geht
14.15 Uhr wäre so ein Turnier. Ich muss schon nochmal sagen, irgendwie war jetzt die. Ich glaube, der Teamspeak war da weg. Ah, okay. Das hatten wir das hat mir extrem. Ich bin wieder da. Hi. Ja, liegt an dir. Verschwinde. 14.15 Uhr müsste nach meiner Vorwärtsrechnung, wie die total dämlich ist, weil hätte ich von 20.15 Uhr einfach 6 Stunden rückwärts gerechnet, wäre das viel schneller gegangen. Aber 14.15 Uhr müsste ein Turnier sein. Könnte sein, dass ich es versuche, am Mittwoch oder Donnerstag tatsächlich um 14.15 Uhr ein so ein Turnier einmal zu streamen, weil ich da irgendwie Bock drauf habe. Weil das ist halt wirklich, das ist halt cool. Ich habe schon bei diesen 2v2-Seasons gesagt, das ist eine lustige Idee, es ist mal was anderes, es bringt ein bisschen Abwechslung in dieses Capture-Point-Gedöns rein. Und ja, ich hätte da mega Bock, das mal auszuprobieren. Was, Uri sagt, die sind zusätzlich. Wann finden die dann statt? Nicht zu den regulären Zeiten? Wo gibt's die Info? Das würde mich auch mal interessieren, weil ich habe dazu noch nichts. Achso, ja, naja, stimmt. Stimmt, da steht nämlich da, jeden Tag erwartet euch versetzt zu den regulären Eroberungen. Acht zusätzlich. Ah. Heißt ja, welche Uhrzeiten sind denn das dann? Ja, wahrscheinlich dann eineinhalb Stunden später dann wahrscheinlich, ja. Das heißt, das wäre 15.45. Das ist gar nicht gut. 3 Stunden davor ist 12.45. Das wäre vielleicht besser. Ja, wir bräuchten jetzt halt nochmal so einen Plan dafür. Sollte ArenaNet noch veröffentlichen. Vor allem würde es mich mal interessieren, wann es am Dienstag losgeht. Geht es am Dienstag um 19 Uhr los oder doch etwas früher? Schon Patch also oder Seasons so? Starten meistens um 21 Uhr. 20.15 Uhr wäre ein reguläres Turnier. Ich könnte mir so 21.45 eher vorstellen als 18.45. Aber das ist nur eine Vermutung. Schauen wir mal. Aber ich finde es cool. Also ich habe da wirklich Bock drauf und das könnte tatsächlich ein Grund sein, warum ich nächste Woche PvP spiele. Weil das klingt nach einer sehr lustigen Sache. Um das Ganze noch abzuschließen, am Samstag dann gibt es nochmal ein 2v2, am Sonntag ein 3v3 und am Sonntag ist dann Schluss. Da gibt es nochmal eine Festung, weil es so schön war. Am Montag, genau. Und dann gucken wir mal, was es am Dienstag gibt. Nichts. Episode sicher nicht. Vielleicht, wie wäre es mal mit einer Roadmap bis dahin mal? Das wäre mal ganz nett, damit wir wissen, was kommt. Ja, man hat sich jetzt so an diese Quartalsroadmaps schaut dir Alex gewöhnt, an, irgendwie ne? Ob sein Auge zu, halt auch vielleicht mega, weiß er schon mehr wieder. Also die Quartalsgeschichten sind auch mega angenehm. Die gibt halt auch einfach den Spielern eine Anleitung in die Hand, guck her, es wird noch interessant, wird vielleicht erst ab dem Zeitpunkt für dich interessant, aber es wird in diesem Quartal noch für dich interessant, das Spiel. Und mir reicht das persönlich nicht für dieses Quartal, wenn es jetzt nur heißt, es gibt jetzt Halloween und es gibt noch Wintertag. Das reicht mir persönlich ehrlich gesagt nicht. Klar, ich habe noch genügend zu tun, so ist nicht. Ich werde dann wahrscheinlich auch viel Zeit im BVW verbringen, weil das irgendwie mich gerade hart anfixt. Ich habe gerade nicht 100% zugehört. Was hast du gesagt? Eine Episode reicht dir nicht für das Winterquartal oder keine? Ich habe gesagt, es reicht mir nicht im Quartal dieses Winters, wenn es nur Wintertag, vielleicht hast du das gemeint, und Halloween gibt. Genau. Ja, nee, das mit Wintertag und Halloween habe ich gehört, aber ich war mir nicht sicher, ob du gesagt hast, nur eine Episode oder gar keine Episode. Also, von der Episode habe ich noch gar nicht gesprochen. Aber Episode. Aber Episode impliziere ich damit. Dass da mindestens eine kommen sollte. Ja, man muss auch sagen, wir haben ja einen NPC im Spiel, Benga, der ja gefangen genommen worden ist, der immer wieder mal alle paar Wochen was erzählt. Der Rhythmus hat irgendwie nicht so ganz hingehauen, wie die Leute sich das ausgedacht haben. Die der Community. Ist sehr zufällig, ja. Der hat ja jetzt diesen Dienstag mal wieder was rausgehauen. Da ging's, war das die Geschichte mit dem Feind Jormax? Nein, das war der Dialog zwischen Jormax und auch. Stimmt, gut. Ja. Der war auch sehr erhellend. Also etwas erhellend. Ich könnte darüber kurz nochmal kurz das ansprechen. Ja, bitte. Ich hab ihn nämlich nicht gelesen. Er ist im Prinzip so, also Aurin möchte gerne mit Jormax reden und spricht dazu Benga. Und der ist natürlich so, du kannst mich mal. Und zack, wird er halt übernommen vom Drachen. Und Jormax begrüßt Aurin ziemlich. Danke, Leute. Er flirtet so ein bisschen mit ihr, mit der Begrüßung. Na. Ja. Na, siehst du? Dass er sieht. Ich hab's noch im Englisch nur gelesen. Also dass er die liebenswerte Prisma-Drachin ist, so in der Richtung. Und die liebreizende wahrscheinlich.
Und sie halt dann das Ganze so ein bisschen abschmettert und fragt halt da, was er vorhat und er sie ist. Und Jean-Marc sagt halt, also ich lasse die Sterblichen in Ruhe. Ich habe ja jetzt in diesem Monat noch gar nichts gemacht mit denen. Also sein Motiv ist klar. Dann hat sie auch dann gesagt, ja, aber sie ist ja nicht erst gestern geschlüpft oder geboren worden. Also er sollte nicht für dumm verkaufen. Und ja, dann hat er auch so einen schönen Seitenhieb gemacht, dass er gesagt hat, ja, er ist halt jetzt nicht so magieverrückt wie Karl Katorik, also wie ihr Großvater. Und da hat er so einen richtig schönen wunden Punkt bei ihr getroffen, hat sich dann da entschuldigt und hat sich dann verabschiedet. Und ja, also der Dialog war wirklich sehr gut. Also ich empfehle es jedem, das anzuschauen oder durchzulesen, weil Fachausgabe gibt es ja immer noch. Vielleicht ist erhellend, wie Ori gerade sagt, nicht der richtige, nicht das richtige Wort. Vielleicht ist interessant, vielleicht doch wirklich das bessere Wort. Also er sagt nicht, was er vorhat. Er teast so ganz leicht seine Motive an. Weil, ich weiß nicht, ob du die Story kennst, Spurti, aber... Die Story habe ich alles durch. Ah, okay, weil wir verstehen halt aktuell die Motive von Jean-Marc nicht ganz. Warum tut er das Ganze? Und das ist auch das, womit ArenaNet gerade mit uns spielt. Dass wir eigentlich nicht ganz verstehen, was Jean-Marcs Ziel ist, was seine Motive sind. Ja, und das Motiv ist ja im Prinzip, er will Tyria bewahren. Also laut dieser Aussage, was halt aber auch immer bewahren heißen soll, weil Scarlett hat mir ja auch schon mal gesagt, dass sie die Welt bewahren will, schützen will, sah halt auch nicht so ganz an danach aus, als wenn ich eine Welt versuche zu beschützen. Ja, das Böse liegt immer im Standpunkt des Betrachters, ne? Ja gut, die genau Motive der Altrachen ist ja grundsätzlich, dass sie die Magie wieder absaugen von der Welt, damit es nicht überhaupt... Aber wir selber können jetzt auch nicht wirklich die Bösen sein, weil sonst hätte ja Jean-Marc uns irgendwie einfach den Kopf abgebissen. Das hätte er ja tun können. Wir hätten keine Strategie gehabt, um ihn zu bekämpfen. Wir hatten bei jedem anderen Altrachen immer eine Strategie. Sei es nur F zu drücken, um eine Kanone zu schießen. Oder irgendwelche Speere zu werfen oder sonst was. Wir hatten bei jedem Drachen irgendeine Strategie gehabt, aber bei Jean-Marc hatten wir an der Stelle keine Strategie. Und selbst wenn wir sie gehabt hätten, wir hätten die Mittel nicht dazu gehabt. Oder gerade an Ort und Stelle. Das ist dann eigentlich eine sehr, sehr spannende Frage oder eine sehr spannende Aussage von Nightraven, der gerade im Chat gesagt hat, ich finde die lebendige Welt dieses Mal aber wirklich schwach. Das reiht sich vielleicht so ein bisschen an deiner Aussage ein, weil dadurch, dass wir halt so kein... Also ich hatte halt zwischendurch schon das Gefühl, ich weiß nicht, ich kann das schlecht in Worte fassen, aber dadurch, dass halt Jean-Marc nie so ein direkter Gegner war, hatten wir nie so eine gemeinschaftliche Aufbruchsstimmung und so ein klares Ziel, sondern es war alles immer so vage und im Nichts, wie anfangs bei Scarlett. Da war auch alles so vage und im Nichts irgendwie. Und das gefiel vielen schon damals nicht. Ich weiß nicht, ob das bei Nightraven jetzt auch ist. Du kannst das ja vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen, warum du sie schwach findest. Ich finde das halt wieder interessanter, weil bei Scarlett, das ist halt immer so die Goldstunde, die bei mir im Kopf geblieben ist, war halt so die Sachen, man konnte wunderbar spekulieren. Man konnte die Welt durchsuchen, hat irgendwelche Hinweise gefunden, konnte spekulieren. Und das versucht man an der Stelle meiner Meinung nach wieder zu schaffen, diesen Umstand, dass man irgendwo Hinweise findet, die man zusammensetzen kann und man kann irgendwie spekulieren. Dass ich damals halt irgendwie einen goldenen Schuss hatte, dass gerade der Löwenstein angreift, war halt echt glücklich gewesen. Aber das war halt nur möglich, weil ich halt die Hinweise gesucht habe in der Welt und darauf halt dann spekuliert habe. Du ganz allein hast das bestimmt. Nein, wir haben das eigentlich schon, Aber verstehst, was ich meine, ne? Ja, und das war halt eigentlich schon ganz cool. Das gefällt halt nicht jedem, das ist ganz klar. Es ist definitiv ein Rückschritt zu Staffel 4, aber Staffel 4 war ja auch mit Joko und dann mit Karl Katoy schon Weltuntergang mäßig am Ende. Ja, ich muss halt aber auch sagen. Aber fandest du die Staffel 4 so viel besser? Nee. Also ich meine mich halt in einem Podcast auch zu erinnern, dass wir die Staffel 4 auch kritisiert haben, sehr viel. Also ich mag alles ab Path of Fire, glaube ich, überhaupt nicht. Ich mag Path of Fire nicht. Bis auf eine Szene eigentlich. Und ich mag Staffel 4 nicht. In Staffel 4 ist das Beste, was ich mag. Eisbrot-Saga hat einen
ultra guten Start mit dem Prolog. Jetzt muss ich überlegen, Episode 1, 2 fand ich furchtbar. Ja. Und die Nieselwaldküste ist auch nicht zur Wellenbewegung, aber da fehlt die Sprachausgabe. Na, die Nieselwaldküste, ja, da fehlt halt eben die Sprachausgabe. Aber ist aber auch sehr schnell durchgerascht. Ansonsten merkt man da einige Ansätze, die mir eigentlich ziemlich gut gefallen, wie dass du entscheiden kannst, ob du da jetzt eine Granate in den Schlot reinwirfst oder nicht. Und wenn du es nicht tust, nimmt eben Ridlock diesen Sprengstoff und schmeißt ihn da unten rein. Und was das dann am Ende eigentlich für Auswirkungen hat, dass man da einfach eine Bombe reingeschmissen haben. Das war zum Beispiel storytelling-technisch eigentlich sehr coole Idee. Die Auswirkung war vielleicht nicht ganz so cool, nicht ganz so gut gelungen. Also ich muss halt auch sagen, ich finde die lebendige Welt, ich finde die Eisbrot-Saga jetzt, also Prolog und auch die letzten beiden Episoden eigentlich relativ stark und teilweise stärker als lebendige Welt Staffel 4. Tobt. Jokos Monolog oder Donnerkopf. Echt? Donnerkopf-Bosskampf gegen Greikatorik war einfach wow. Ja, dann Tod von Aurin, das war halt wirklich wow. Das war schon hart, doch, ja. Also. Doch, die lebendige Welt Staffel 4. Also, ich bin auf jeden Fall auch gegen Durzan. Ich fand Path of Fire storytechnisch gegen Durzans Aussage, dass Path of Fire nicht gut wäre. Ich fand Path of Fire deutlich besser als die lebendige Welt Staffel 3 und auch überwiegend besser als Heart of Thrones. Aber ich muss zugeben, die lebendige Welt Staffel 4 war auf jeden Fall auch Welten besser als lebendige Welt Staffel 2 und 3. Eigentlich war 2 schon ein relativer Tiefpunkt. Der war halt nur schnell vorbei, so, wenn man so zurückdenkt. Ja, aber eigentlich war die Staffel 2 auch alles andere als stark. Man hatte da irgendwie gedacht, dass man so mit den Gedanken von Staffel 1 weitermachen kann, wie man da gearbeitet hat. Aber das hat alles nicht so ganz geklappt, wie man sich das ausgedacht hatte. Man war da, glaube ich, auch an der Stelle noch ein bisschen Umbruch, weil man dann auch die Teams umkoordiniert hat, weil man gemerkt hat, okay, alle 2 Wochen Content raussauen, ist schön, aber man ist unter jeder Menge Zeitdruck und der Content ist halt einmalig und kommt. Ja, das ist war nicht das, das war zwar interessant zu erleben, aber für jeden, wo jetzt die Story nachspielen möchte oder wo neu einsteigt. Und die Woche gab es auch wieder einen Reddit-Thread, wo genau das halt bemängelt worden ist. Die Leute kommen ins Spiel, spielen die persönliche Geschichte und starten in Staffel 2 rein. Ja. Verstehen gar nicht, wer diese Personen da sind, warum wir da jetzt so dicke sind. Schauen ein Video vorher an über Staffel 1. Aber da wird halt nicht wirklich was erklärt, ne? Warum du jetzt mit denen so dicke bist. Und das macht mich auch so sad bei den Visionen der Vergangenheit. Ich finde, man hätte halt, ich habe mir damals so ein bisschen erhofft, dass sie mit den Visionen der Vergangenheit zumindest halt versuchen, diese alten Charaktere spielerisch dir näher zu bringen, halt über eine Mission. Ja, wobei das Spähbecken dann eigentlich schon zu spät ist. Ja, du darfst das nicht über das Spähbecken machen, sondern du solltest das halt so lösen, dass das in der Chronik so drinsteht, dass da heißt, wenn du die Episode Lebendige Welt Staffel 1, weiß ich nicht, Kennenlernen von Marjorie und Kasmir, wenn du da draufklickst, dass er dann sagt, geh jetzt zum Spähbecken, sprich mit dem Spähbecken und spiel das. Und das kannst du sofort nach der. Nein, das kannst du sofort nach der persönlichen Geschichte. Du kannst ja theoretisch schon zum Auge des Nordens von Beginn an mit diesem komischen Portalstein aus Löwenstein. Das ist eine andere Version davon. I know. Nee, hast die Wegmarke sogar direkt freigeschaltet. Hast du die Wegmarke freigeschaltet? Du musst Level 80 sein, dann ist die Wegmarke freigeschaltet. Oh, umso besser. Aber dann kannst du das doch super machen. Dann machst du halt eine Mission, in der du Marjorie und Kasmir vorstellst. Dann machst du eine Mission, in der du Kanna vorstellst. Die haben wir im Prinzip schon. Dann machst du eine kurze Mission, wo Scarlet Löwenstein angreift. Da einfach nur ein kurzes Intro. Und dann du, wie du auf der Bruchbringer stehst und Scarlet halt umboxst. Also zu jedem Charakter quasi eine Mission. Das erzählt zwar nicht die komplette Geschichte im Zusammenhang, aber du hast zu jedem Charakter ein bisschen Background. Das wäre eigentlich eine vereinfachte Form von Season 1 wäre ganz genau cool, richtig. Ja. Also man kann da einfach mal so Sachen wie die Marionette weglassen. Genau. Mal so Key-Szenen wie Pavillon, wo Scarlet das erste Mal kam, zeigen. So Key-Szenen wie. Ja, gut, aber du hast die Instanz halt alles. Wir müssen es halt überarbeiten. Genau das ist der Grund, warum sie es ja nicht machen. Da haben sie so Schwierigkeiten damit.
Ja, aber das Ding ist halt, hören eigentlich rein. Das ist ja kein Hindernis, weil bei den Fraktalen sieht man es ja, da haben sie es ja auch hingekriegt und haben es geschafft, so Story-Instanzen oder in Anführungszeichen Story-Instanzen wie einen Albtraumturm zu recyceln und ein Fraktal draus zu machen oder Maitrin und wie heißt das andere Fraktal? Etherkling. Ist das Etherkling-Fraktal, genau. Die hat man ja auch, oder auch die feurige Allianz, das feurige Duo und das andere. Du darfst halt nicht eins zu eins die alten Episoden übernehmen, sondern du musst halt schon ein kleines bisschen modifizieren. Das ist halt richtig. Aber du kannst zum Beispiel so ein paar alte Cutscenes. Ich erinnere mich noch an dieses Gespräch zwischen Logan und Marjorie, was einfach nur in so einer Schwarz-Weiß-Cutscene war. Mhm. Sowas wirst du ja reusen können. Genau, die hatten ja, glaube ich, auf YouTube dann auch glaube ich, damals hochgeladen. Genau, ja. Weil die extrem cool waren und wir wussten schon zu dem Zeitpunkt, ja, in zwei Wochen ist sie nicht mehr sichtbar im Spiel. Sowas kann man dann halt wieder einbauen. Ja, meiner Meinung nach müssten es eine Episode, wenn jetzt müsste theoretisch, jetzt wäre der ideale Zeitpunkt eigentlich, um Staffel 1 wieder reinzubringen. Obwohl wäre die Episode in Anführungszeichen. Klar, für uns Veteranen ist es halt alter Kaffee, aber vor dem Steam-Release wäre es extrem wichtig. Aber ich sage, ich habe damals schon mit ganzes Team dran ansetzen. Ich habe das im Podcast schon erzählt, meine ich. Das war der eine Podcast, wo ich hier schon zu Gast war. Das war direkt nach, oder haben wir das? Ne, wir haben beide im Stream gesprochen, Sky. Wir haben wie so in der Vergangenheit zusammengespielt. Weil wir das gespielt beide. Haben, ja. Die genau, Vision. Ja. Da habe ich schon erzählt, dass ArenaNet mir auf die Frage, ob halt die Vision der Vergangenheit jetzt sowas Regelmäßiges werden, womit wir häufiger rechnen können. Haben die zu mir gesagt, nee, das war jetzt so eine einmalige Sache. Wir fanden die Idee jetzt halt cool, ein bisschen Rylands und den Background von dem Trupp zu beleuchten. Wir haben jetzt aber nicht geplant, das demnächst nochmal zu bringen. Da habe ich halt nachgefragt, wie in der Banning Welt Staffel 1. Und da hieß es halt, ja, auch das war jetzt erstmal nur eine einmalige Sache. Es kann sein, dass sie später noch mehr machen, aber Stand jetzt ist es erstmal nicht geplant. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr schade. Das ist halt typisch Arena, ne? Die machen immer alles einmal und dann nutzen sie es nicht weiter. Die haben mit Vision so ein gutes Tool, wo sie Zwischencontent reinbringen können. Ja, mit diesem Spätbecken kannst du halt alles machen, ne? Kannst du auch genauso mit den Fraktalen alles machen. Ja, aber das ist halt aber Fraktal ist eher so ein Kunde, wo es auf Gameplay und Schnelligkeit angeht. Jeder, der Fraktal ernsthaft wie Fragrun, der hat keinen Bock da drauf, ständig das dumme Gequatsche anzuhören von der Story. Die wollen fraktale, bosse, knallhart Szenen haben und nicht, Ark redet mit seiner Mutti jetzt ein bisschen und die ganzen Sachen. Das sind, ja, das ist am Ende, das muss man nicht machen, aber trotzdem sind die Fraktale so aufgebaut, dass immer eine Story drin ist. Beim Guildchat geht es immer darum, wir haben die Story, wir haben einen tollen Voice-Actor, der das gemacht hat. Ich habe mir hier Mühe gegeben, indem ich Sachen verstecke. Ich fand nicht das ganz toll, bla bla. Aber was Fraktalspieler wollen, ist halt Gameplay. Deswegen, Fraktale sind absolut verkehrt, um eine Story zu erzählen. Da kann Dungeons rein. Ganz ehrlich. Also finde ich jetzt. Ich finde halt die Idee, in den Fraktalen eine Story zu erzählen, eigentlich ziemlich cool, aber ich stimme dir halt zu, die meisten Leute, die halt die Fraktale spielen, spielen es nicht wegen der Story und diese Instanzen, die du halt im Spähbecken bringen würdest, das müssten halt schon, oder das sind halt Story-fokussiert. Der Stahltrupp ist ein Dungeon im Großen und Ganzen. Das ist halt ein Escort-Dungeon, aber es ist ein Dungeon im Prinzip. Auf die Art und Weise kannst du genauso was machen. Man muss aber sagen, wenn man sich so die Instanzen im Spähbecken anguckt, man merkt, das Ganze ist hart veraltet. Also, der Kampf gegen Kanach ist ganz nett. Aber du machst das für Spieler, die aus der persönlichen Geschichte kommen. Das heißt, die kennen noch das veraltete System. Die sind doch noch gar nicht auf POF und lebendige Welt Staffel 4 Niveau. Die wollen das doch auch noch gar nicht. Doch, in der Regel schon, weil es nämlich so läuft, dass die Leute POF, wenn sie einen Charakter auf Level 80 gebracht haben, direkt POF-Story spielen, damit sie einen Raptor haben. Und dann spielen sie erst alles an. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, die Zahl der Leute, die das machen, ist überschätzt. Die ist gar nicht so niedrig. Die ist wirklich gar nicht so niedrig, weil jeder fragt, wie kriege ich einen Mount? Und die Antwort ist immer, mach mindestens die erste Story-Instanz in POF, damit du einen Raptor hast. Weil die alle nach einem Mount fragen. Okay, das ist das Erste, was neue Spieler nämlich fragen. Das ist auch viele, das Erste, was halt die Leute im Spiel sehen, wenn sie ins Spiel kommen, wenn sie aus der Tutorial-Instanz im Grunde rauskommen, sehen sie überall irgendwelche Mounts, irgendwelche Raptoren, irgendwelche Himmelsstufen oder so. Und könntest du das umgehen, indem du auf diesen älteren Karten einfach da diesen Festival so jemand hinstellst, bei dem du dann Mount bekommst, dann können die Leute es mit
War nicht so regelmäßig, aber das wäre eine Option, dass sie trotzdem die Karten noch normal spielen, aber die Möglichkeit haben, auch so einen Mount zu beleihen. So. Das finde ich eigentlich eine gute Idee. Ja, aber die Frage ist halt jetzt ja. mal auch wieder Butter bei den Fischen. Ne? Ich meine, wir reden jetzt über Neueinsteiger, die verwirrt sind. Ob ich jetzt ich bezweifle, dass die Zahl der Neueinsteiger es rechtfertigen würde, tatsächlich den alten Content aufzuwerben. Wir wünschen uns das und glaubt mir, es ist kein Joke, das ist so eine Sache, die man gar nicht so mitbekommt, aber jetzt, wo ich halt so allgemeiner über Spiele schreibe und es heißt, bring halt deine Guild Wars 2 News an Leute, die keine Ahnung von Guild Wars 2 haben, erklär denen mal das Thema lebendige Welt versus Add-on versus manches musst du dir kaufen, manches ist frei versus, aber die lebendige Welt Staffel 1, die gibt's gar nicht. Aber das hast du ja in anderen Spielen auch mehr oder weniger. Bei WoW heißt es halt nicht lebendige Welt, sondern heißt einfach Raid Update. Dann gibt's einen neuen Raid. Aber bei WoW fliegen Sachen auch raus. Aktuell machen zu viele Storylines wieder weg, was ich zum Kotzen finde. Ich habe einiges verpasst dadurch. Aber im Grunde hast du schon bei anderen Spielen. Nee, das hast du eben nicht so bei anderen Spielen. Du hast bei keinem anderen Spiel, wo du sagst, ja gut, da fehlt jetzt eine komplette Story-Kampagne und ja, du musst denen nicht erklären, was sie sich wie nachkaufen müssen. Na, ich weiß jetzt nicht. Also ich glaube, ich hätte auch Probleme, in Elder Scrolls reinzustarten. Elder Scrolls ist... Elder Scrolls ist speziell, weil sie bieten ihre Story immer als diese... Also, Kapitel halt immer weiter. Wenn ich jetzt Elder Scrolls anfangen wollte zu spielen, ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Das Hauptspiel gibt es ja recht günstig. Ja. Soll ich beim Hauptspiel anfangen oder soll ich beim Addon anfangen? Weil beim Addon kann man ja auch irgendwie anfangen. Ja, kann man. Aber habe ich dann die richtige Storyline? Verstehe ich dann überhaupt noch die Story? Ja, das ist genau das Problem, was ich jetzt bei Elder Scrolls hätte. Ja, auch, aber, und jetzt halt dann wieder die Gegenbeispiele, Final Fantasy, das ist sehr, sehr stumpf, linear. Du fängst vorne an und kommst irgendwann hinten raus. Ja, und das ist großartig. und bei WoW ist es halt jetzt auch so, ja, du lässt Dungeons und ein bisschen Story irgendwie im Laufe der Zeit liegen, aber am Ende des Tages kommst du halt, ohne dass du dir was zukaufen musst und die weirde Erklärungen machen musst, kommst du halt in dem letzten Raid an. Ja, das liegt aber auch da dran, weil nämlich das aktuelle Add-on immer die anderen Add-ons mit dabei hat. Und das ist etwas, was Arenet einfach nicht machen will. Darauf hören, ich habe Stefanie schon so häufig gesagt, ich habe sie Channel geschrieben, ich habe es auch mit anderen Partnern und so weiter gehabt. Wir haben es im Podcast schon bis zum Erbrechen durchgekaut. Solange die sich mit Händen und Füßen dagegen weigern, Leuten, wenn beim Spiel Relief das Gleiche sein, wenn sie sich weigern, eine Complete Edition zu machen, wo alles drin ist, damit die Leute von Punkt A nach Punkt B alle spielen können, wird das immer eine Katastrophe bleiben. Und Steam-Release wäre jetzt die Möglichkeit da, um da halt so ein Komplettpaket zu schaffen und rauszubringen. Mit Staffel 1 auch noch. Weil damit dann auch die Leute direkt gecatcht werden. Das war auch eine Geschichte, die, glaube ich, im Laufe dieser Woche auf Reddit auch eben diskutiert worden ist. Ja, da hat sich einer beschwert mit dem Sprung, Es ist auch schon ganz einfache, banale Probleme. So eine Episode kostet 200 Edelsteine, es sind ungefähr 65 Gold. Die Leute spielen eine Episode, also bei einigen Leuten, wo ich das beobachtet habe, spielen eine Episode, schließen die ab und fahren dann 65 Gold, um dann die nächste Episode sich zu kaufen. Dann gibt es eine andere Gruppe, die wollen es direkt mit Edelsteine kaufen. Dann haben sie oft das Problem, sie können keine Edelsteine kaufen, weil irgendein System wieder rumbuggt bei ArenaNet. Und dann gibt es wieder andere. Und was nämlich auch ein sehr großes Problem ist, die wollen einfach ihrem Freund, ihrer Freundin ein super Geschenk machen und Episoden schenken. Geht aber nicht. Weil dafür darfst du die eigene Episode auch nicht besitzen, um es jemandem zu schenken. Du kannst auch niemandem irgendwie Edelsteine schenken. Dementsprechend das Einzige, was dir übrig bleibt, ist dann halt einfach Gold zu schenken. Das ist einfach nur eine Möglichkeit. Dann erklären, wo findet man das, unter welchem Ding, weil man es ja sehen kann. Genau. Wo war denn das Ding? Ich wüsste das nicht mal. Ja? Ich habe nämlich noch nie eine Episode kaufen müssen oder habe noch nie die Option zu kaufen. Könnte im Stream auch nicht sein. Weil ich das immer ist das Gute. Zweit- und dritte Accounts, da fällt die Ratzfatz auf, wenn du eine Episode verpasst hast.
Ja, aber es zeigt doch, wo die fundamentalen Probleme liegen. Und ArenaNet will es nicht ändern, weil sie einfach da die drei stummen Affen halt machen. Ich hab das damals, muss man einfach so sagen. Ich habe damals, das war jetzt irgendwann Anfang des Jahres, haben sie ja HOT und POF zusammengelegt. Also richtig. Wer POF kauft, hat automatisch HOT mit drin. Und da habe ich halt eine News für mein MMO geschrieben. Und da stand dann halt, da habe ich ja probiert, dieses System zu erklären. Und dann hat ein Kollege von mir, so ist das halt so, den Artikel gegengelesen, bevor er rausging. Und der meinte zu mir, das klingt alles mega kompliziert. Und wenn das halt schon jemand sagt, das klingt alles mega kompliziert, ist das Kacke für Neueinsteiger. Ja, es ist mega kompliziert zu erklären, aber wenn man sich das dann einfach mal im Spiel, die Chronik aufmacht, dann hat man es eigentlich wunderbar angezeigt. Aber man braucht es halt auch irgendwie visuell, sonst versteht man es halt nicht. Das Problem ist halt einfach so, sie wollen unbedingt diese 200 Edelsteine für so eine Staffel haben, weil das ist ein total tolles Einkommen. Das sind 2, 3, 4 Euro oder was man dafür bekommt. Das ist bescheuert. Ohne Wobei Ende. Die Frage ist eine Episode, die vor 7 Jahren rausgebracht wurde, noch 200 Edelsteine wert? Oder will man nicht einfach Season 2 mal verschenken? Also 2 und 3 würde ich einfach Season 2 hätte bei HOT dabei sein müssen. Ja, also 2 mindestens. POF hätte es Staffel 3 und HOT und Staffel 2 haben müssen. Punkt. Und wenn Kanta rauskommt, muss Staffel 5 drin sein und es muss auch die Eisbrot-Saga drin sein, weil alles baut einander auf. Weil sie machen immer Großwerbung mit ihren, mit Aurin und dem Tod, dann machen sie Werbung mit dem Drachen und hier im Guild schon eine Story ist so toll und das ist das Wichtigste bei uns. Ja, aber dann kauft doch irgendwie ein unterordnetes Ding und egal. Ah! Es ist wie bei Blizzard, du willst wissen, du möchtest gerne wissen, warum brennt Teldrassil? Ja, weißt du nicht mehr, weil sie die Quest rausgenommen haben, Dunkelküchen. Du hast keine Ahnung, es brennt halt einfach und so. Lies halt Forum und das ganze Drama darum. Du hast es halt verpasst. Aber gut, es ist Activision Blizzard. Die machen damit Geld. Ich bin total krass gespannt übrigens darauf, wie das mit Shadowlands wird und wie das die Story verändert. Du sollst ja, wenn ich das richtig verstanden habe, quasi von 1 bis 50 in einer beliebigen Erweiterung leveln können, ne? Und ja, dann, also wenn du komplett neu anfängst, kannst du selbst wählen, kommt so eine Insel, wo du strandest und das ist im Prinzip ein komplett neues Levelgebiet, wo du da, glaube ich, bis Level 20 hochleveln kannst, darf ich nichts Falsches sagen. Du hast wirklich halt, du kriegst alles beigebracht, aber es gibt so einen speziellen Solo-Mini-Dungeon, wo du alles beigebracht hast. Und dann darfst du entscheiden, welches Addon du machst. Und sobald du Level 50 erreichst, wirst du rausgeportet, egal wo du bist, ob eine Story-Sequenz oder nicht, spielt keine Rolle, wirst rausgeportet. Und wahrscheinlich eine Stelle hingesetzt, wo es dann heißt, okay, jetzt geht's in die Schattenlande. Los. Das hab ich nämlich heute auf Reddit, das habe ich heute im WoW-Reddit gelesen, wie einer gesagt hat, die haben doch einen Knall. Ja, aber ich will bei meinen Freunden bleiben. Nein, das geht auch nein, du gehst jetzt in Schattenland. Ich total finde. Also ich stelle mir das halt gerade vor, ich kenne halt auch nur so Lore-Fetzen, als ich damals mit Venian gespielt habe oder auch mal danach. Ich stelle mir gerade vor, wie ich quasi anfange in Wrath of the Lich King, keine Ahnung, was Kalimdor und überhaupt diese alten Welten sind, dann Wrath of the Lich King spiele, dann nach Shadowlands geworfen werde, keine Ahnung, wie ich nach Shadowlands gekommen bin. Das klingt doch schon überhaupt nicht praktikabel. Gut, die mussten halt die Levelphase ändern, weil 120 Level ist halt viel. Ja, ich hab die Vulpera freigeschaltet. Wobei es ja nicht mehr Level 120 gibt, weil der Level wurde ja. Ja, die haben um 60 wieder ab 50 und 60 ist. Ja, genau. Aber trotzdem, es ist halt mach mal 120 Levels hoch. Das ist vor allem so komisch. Du bist in einem Gebiet zum Release unterwegs, hast einen neuen Charakter erstellt, siehst überall irgendwelche Leute, irgendwelche Kreaturen kloppen und siehst ständig irgendwelche Leute verschwinden. So wie bei Die sind halt gestorben und in den Schattenlande reingekommen. Wie bei Avengers, wie heißt der erste Teil von den beiden? Infinity Wars, wo dann jeder Zweite sich dann auflöst. Ach, das wäre eigentlich ganz witzig, wenn dann irgendwie auch so eine Animation mit dem Staub so der umrieselt. Ja, das ist halt schon übel, was da Das geht. Ist hart. Aber wirklich. Aber kann ich verstehen. Ich müsste in der Art Show, statt ein Artwork zu zeigen, sagen: Komm, ich mache jetzt was Neues. Das ist jetzt die Guild Wars 2. Complete Edition mit allem drin. Ja, weil ich mal so außen malen. Habe ich auch schon überlegt, ob man sowas machen kann. So wie es Final Fantasy 14 gemacht bei Shadowbringers. So eine richtig schöne Sache, wo sind alle Addons mit. Es macht doch Sinn, du willst doch, dass die Leute dabei sind. Ja. Die paar Gems sind so unwichtig. Aber ArenaNet möchte nicht. Bin ich ganz bei dir.
Absolut, absolut. Die möchten ihr Spiel nicht richtig bewerben und die möchten nicht irgendwie, dass die Leute die Story spielen können. Warum auch immer, keine Ahnung. Also, nach 7 Jahren oder 7,5 Jahren jetzt? 7 Jahren. Ja, aber mich wundert es halt auch, dass sie jetzt so spät noch ein Steam-Release machen wollen. Und ich denke Steam-Release, dann halt, super Thema. Wenn sie halt eben ein Steam-Release machen, wie ich schon vorhin gesagt habe, das ist halt genau der richtige Zeitpunkt. Also für die Leute, weil ich es gerade im Chat schon mitbekommen habe, die es nicht mitbekommen haben, im November gibt es ein Steam-Release mit euren bisherigen Accounts könnt ihr nicht den Steam-Release spielen, sondern ihr braucht dann im Grunde einen neuen Account. Ich nehme an, der ist dann einfach verbunden mit eurem Steam-Account. Ihr spielt aber ganz normal mit jedem anderen Spieler auch. Also da wird irgendwie keine Plattformtrennung, Rassentrennung hätte ich fast gesagt, aber keine Trennung, Plattformtrennung stattfinden oder so. Ja. Ist alles Cross-Plattform, ist alles kein Thema. Um das Thema auch noch. Ja, aber warum machen Sie das? Warum machen Sie das? Ja, um Spieler ranzuholen, aber... Weil es scheiße erfolgreich war für SWTOR. Mhm. Das ist so lächerlich. Dieses Jahr bei Steam erschienen und hatten halt irgendwie auf Anhieb in der Spitze, ich glaube, um die 53, ich möchte nicht lügen, deswegen gucke ich gerade nach, also Geld 53.000 Menschen in der Spitze. Und wer jetzt sagt, okay, 53.000, das ist ja nett. Ja, ja, das waren 53.000, nein, das ist eine Lüge, es waren 27.000. Es waren 27.000. In der Spitze oder und über gleichzeitig, den Tag? Gleichzeitig ja, okay. In der Spitze. In der Spitze. Und das heißt halt, die werden im Endeffekt, weil ja nicht jeder Spieler durchgängig gleichzeitig spielt, locker 100 und mehr als 100.000, es wird in die sechsstelligen Zahlen gehen, an Neuspielern gewonnen haben. Und aktuell ist es so, dass rund 10.000, und da war es übrigens auch so, dass du nicht mit deinem alten Account spielen konntest. Mm. Aktuell spielen so täglich um die 10.000 Spieler. Das heißt, selbst ne, über, also da auch nicht jeder jeden Tag spielen wird, werden sie, weiß ich nicht, 15, 20, 30.000 neue Spieler gewonnen haben, die jetzt auch 3 Monate später noch immer in dem Spiel drin sind. Und das ist für einen Titel, der 2011 erschienen ist und noch unregelmäßiger erweitert wird als Guild Wars 2. Ein verdammt gutes Ergebnis. Stimmt, da haben wir schon länger nichts mehr. Onslaught war jetzt im Oktober 2019 die Erweiterung. Gab es dazu auch wieder so einen coolen Trailer wie beim letzten? Dazu gab es einen coolen Trailer und die Geschichte ist auch ganz nice. Okay, kann ich mir mal angucken. Ich mag nämlich, ich habe nämlich SWTOR beobachte ich nur wegen den Trailern. Ich weiß noch, der Ankündigungstrailer, das heißt, ich schon so da, Saba. Ja, und auch die ganzen Add-on-Trailer, die sie rausgehauen haben, weil die. Also was das Marketing war gut, was SWTOR machen kann, was gibt, was zwar nicht so gut kann, sind Trailer. Ich möchte Entscheidungen. Ich möchte an dieser Stelle einfach mal den Mobile-Trailer für Guild Wars 2 raushauen. Soll ich ihn suchen? Nein, aber was SWTOR wirklich, wirklich immer gut gemacht hat, war. Also du hast vorhin das angesprochen mit Ridlock und der Granate. Entscheidungen sind in SWTOR halt der absolute Wahnsinn. Ja, kommt halt aber auch daher, weil es halt, war es Cinemax, die daran gearbeitet haben? Also halt die ganzen Leute um Mass Effect etc., die halt dafür bekannt sind. Ja, BioWare. BioWare, danke, das war BioWare. Genau, die sind halt einfach bekannt dafür. Wenn sie sowas ja, aber das ist halt für ein Singleplayer-Spiel. Ich nein, muss sowas nicht unbedingt haben. Nein, das Ding ist, ich brauch's um Gottes Willen nicht in der Tiefe, aber halt so, weiß ich nicht, 2, 3 meaningful Decisions pro Episode wären halt schon cool, die so ein bisschen den Verlauf verändern. Sowas hatte man ja auch mal angedacht, wenn man sich halt mal das Spiel anguckt, weil man kann ja schon am Anfang wählen, nimmt man den Würde, was war das andere? Charisma und irgendwas mit der Faust, einfach hau drauf, Weg. Ja. Das war ja irgendwie mal angedacht und man hatte dann auch lange Zeit im Charakterfenster immer diese 3 Balken, die angezeigt hat, in welche Richtung man gerade ausschlägt. Das war ja alles mal ein Konzept, was man im Kopf hatte. Es hat bloß nie irgendeine Auswirkung gehabt. Also nie Auswirkung gehabt, wie die Balken standen. Die Wahl das Ding, es hatte schon irgendwie Auswirkungen, weil es dann darauf hinausging, wie der Charakter, der Gegenüberstehende dann halt reagiert hat. Ja, das wäre super, super cool gewesen. Also wie gesagt, so ein bisschen Decision-Making, so ein bisschen eine eigene Entscheidungsgewalt haben. Ich muss jetzt nicht, wie es bei SWTOR war, irgendwie mit einem Charakter zusammenkommen und den Charakter danach irgendwie heiraten oder töten. Was wirklich sehr cool ist. Ich habe mich natürlich fürs Töten entschieden, was man halt so macht.
Ich hoffe, meine Frau hört das nicht. Wie in der Normalität, wie in dem... Ja, wie im echten Leben. Aber es ist tatsächlich so, also MMORPGs auf Steam, das ist eigentlich eine ganz coole Erfolgsgeschichte für die meisten Spiele. Für ESO läuft es extrem gut auf Steam, Black Desert läuft extrem erfolgreich auf Steam. Selbst Final Fantasy hat da viel Erfolg gehabt. Und neben Guild Wars 2 kommt ja dieses Jahr jetzt auch vor kurzem angekündigt RuneScape und später auch Oldschool RuneScape. Die beiden wollen jetzt auch noch zu Steam kommen. Also das scheint jetzt so ein Lauf zu sein, MMORPGs auf Steam. Ich warte noch auf diesen Run, wenn alle MMORPGs beschließen, Konsolenversionen herauszubringen. Auch da übrigens wieder ESO und Black Desert als Vorreiter. Wer weiß, vielleicht kommt es irgendwann noch bei Guild Wars 2. Na, dafür haben sie doch ihr Third Person Fantasy Spiel. Ihr Third Person Fantasy Spiel. Mit Unreal Engine 4, wenn es überhaupt noch existiert. Weiß ja, nee, wir wissen nicht welche, aber Unreal Engine. Ja, gut, vielleicht ist mittlerweile die 5. Ne? Wieder so ein Projekt, was wahrscheinlich nie rauskommt. Ja, Raid bekommen, ne? Hast du das ja, habe ich. Ich habe schon geschrieben. Vielen Dank dafür an den Zornibart. Dankeschön. Da fällt mir gerade ein, ich könnte mal wieder in die Job-Applications gucken. Aber bitte jetzt nicht live im Stream. Doch, das mache ich jedes Mal im Stream. Er war damals im Podcast so stolz, dass er damals entdeckte, dass sie was gesucht haben. Ich so, ja, das ist kalter Kaffee, hatten wir schon vor eigentlich hinausgehauen. Okay, während Dutzi da es sucht. Es ist auf jeden Fall weniger geworden, das kann man sagen. Ja. Aber Neues dazugekommen. Ja gut, dann würde ich mal sagen, hier zum Thema, was dich, glaube ich, noch so ein bisschen getriggert hat. Was? Weltenverlinkungen? Nein, es gibt natürlich wieder neue Weltenverlinkungen im BVW, schaut es euch an. Ich kann da jetzt triggert da irgendwas? Ja, oder willst du was dazu sagen? Ja, klar, weil einer hatte gefragt, weil du hast ja gemeint, auf Elona mal zu spielen und einer hat dann drauf geantwortet vorhin, Elona ist immer voll. Ja. Das kann man umgehen, denn wenn man die Weltenverlinkung anguckt, zum Beispiel bei Elona ist jetzt mit Unterwelt verlinkt und Unterwelt ist ein Server, der hat nicht so eine hohe Bevölkerung. Dementsprechend wechselt man einfach auf Unterwelt und spielt dann mit Luna zusammen. Das ist eine Variante. Big Brain! Es gibt Leute, die nutzen das exzessiv, sowas, um bei bestimmten Servern mitzuspielen. Ja, gut, als Partner kann ich ja wechseln hin und her. Ja. Ja. Dementsprechend an dürfen dieser Stelle ein Ratschlag: macht Content und werdet ArenaNet-Partner. Wir dürfen es erscheinen dieses Jahr, glaube ich. Also von daher, wir Künstler sind halt nicht so wichtig. Ach so, ist das. Ich dürfte das jetzt inzwischen auch. Wir durften das vorher nicht. Das wusste ich schon, aber ich wusste nicht. Wir machen den meisten Content irgendwie auf Gefühl auf Twitter. Ich möchte übrigens Männer auf der Stelle noch dissen. Ich hab's seit so vielen Jahren Männer nicht mehr gedisst. Steam Release nach gerade mal 7 Jahren echt schnell. Ich habe Spiele genannt wie SWTOR, 2 Jahre älter, erschien auch dieses Jahr. Und RuneScape, ja. Und RuneScape schafft den Steam-Release nach immerhin soliden 19 dreiviertel Jahren. Also Guild Wars 2 ist weiß Gott nicht weit hinten. Übrigens dieses Jahr erschienen, wenn ich mich gerade richtig zurückerinnere, auch Atlantica Online, meine ich, auf Steam. Und das war ja von 2008. Wobei also, Atlantica Online das ein Re-Release ist. Das ist nicht mehr das originale Atlantica Online von früher. Na gut, aber trotzdem. Was ich übrigens früher sehr gern gespielt habe. Das war eigentlich ziemlich cool. Ey, ich hab's jetzt nach dem Stream-Release zum ersten Mal gespielt für so eine kurze News bei meinem MMO. Was hat dir daran gefallen? Ich fand dieses rundenbasierte System eigentlich mega cool. Von der Idee her, wie ich die Charaktere, welchen ich vorne hinsetze, welchen ich in der Mitte, welchen hinten, weil du dementsprechend dann einige Strategien aufbauen konntest. Klar, es gab da einige Meta-Geschichten schon, die sich da voll durchgesetzt haben, aber ich fand das eigentlich ganz witzig von der Idee her. Das hat mir sehr gut gefallen. Okay. Vielleicht war es auch cool, als man mit mehr Leuten halt, das noch gemacht hat. Ich glaube, das war halt auch einfach so, dass es zu der Zeit einfach meiner Meinung nach revolutionär war, weil es aber für die heutige Zeit halt nicht mehr so interessant. Es sind halt 12 Jahre halt seitdem in die Welt gegangen, ne? Auch Spiele altern. Und manche nicht gut. Okay. Aber RuneScape spielt man immer noch. RuneScape ist halt ist auch ein cooles Spiel. Es ist das einzige MMORPG, das ich tatsächlich, also jetzt Oldschool RuneScape, das ich tatsächlich langfristig auf meinem Smartphone habe. Ich spiele es eigentlich nie am PC. Aber ich spiele es gerne mal so, weiß ich nicht, jetzt in letzter Zeit auch wieder weniger, aber es gab so eine Phase, wo ich für Events oder so mal durch die Gegend gereist bin und dann halt im Hotel WLAN. Und fürs Hotel WLAN hast du halt selten einen dicken Laptop oder einen PC dabei. Und da hat das echt Spaß gemacht, RuneScape zu spielen. Also als Smartphone-Game ist das echt cool.
So, Sky, du hattest die News offen, die mich getriggert hat. Ja, anscheinend hier. Also es gibt wieder einen neuen NPC vom Content-Creator von ArenaNet. Ich bin ja kein Content-Creator mehr, ne? Die Zeit, dass ich einen NPC kriege. Aber dein Name steht immer noch im Spiel. Ja, da wurde als Argument gemacht, warum du nie was zu bekommen hast. Du willst doch glücklich sein, dass du mal als Shoutcaster immer noch drinstehst. Dolphy gibt's auch noch als NPC. Da kann man draufschlagen. Dolphy hat einen Deroyer, Mighty Teapot, Aurora Peachy, Wooden Potatoes. Ja, und jetzt Roy. Roy! Ja, ich gönn's ihm. Der hat sich auch bemüht um die Communities. Aber ich glaube, das Schwere ist, wenn du halt nicht englischsprachig machst. Also ich habe auch bisher noch keinen Franzosen oder Spanier gesehen und da gibt es auch ein paar, die sich das verdient. Es gibt einige, aber es sind keine Content Creator. Also wenn du aber mal die ein sind bisschen. Im Spiel? Wenn du mal ein bisschen durch Guild Wars 2 Wiki durchgehst und in die Trivia-Abteilungen dann reinguckst, es gibt ein paar NPCs, die sind nach Spielern benannt worden, weil das sind dann Spieler, die Freunde von Entwicklern sind und die sind dann durchaus auch anderssprachige. Ja, mich mochte nie einer der vielleicht waren wir im Guild Wars Podcast zu kritisch. Es gibt einige Leute, die haben da durchaus auch ihre... Ja, man konnte auch gewinnen dieses Jahr. Ja, stimmt. Vielleicht sollten wir uns nächstes Mal anmelden, Sky. Na, ihr dürft ja nicht bei dem Partner sein, aber ich darf jetzt. Ich darf jetzt bei dem Partner. Es steht nirgends da, dass ich das nicht darf. Echt? Nö, nicht, dass ich wüsste. Ich werde nie ein NPC im Spiel bekommen, aber ich habe mir einfach selbst Poki hier als Gilden-Emblem reingeholt. Also von daher, warum soll ich warten, bis irgendein Entwickler mich da toll findet? Ich bring's einfach selbst rein. Da bin ich stolz drauf. Hättest du mal Sputti gemalt für so ein Wappen? Vielleicht gibt es da irgendwann wieder neue Gildenembleme. Ja, wenn du nochmal ein Gildenemblem malst, mal mich irgendwie mit Weihnachtsschmuck dran. Ich fand die Idee smart. Es ist ehrlich gesagt gar nicht mal so, Tim. Ich meine, ich mach das jetzt und das wird vielleicht sogar ankommen. Wie viel zahlst du? Alles. Okay, also was macht dieser NPC? Man kann also den endlosen Drang der Ascalon-Magier? Ja, Ascalonischen Magier, ja. Das ist ein Trank, der existiert. Heißt es wirklich so im Spiel? Der Ascalon? Ja, Ascalon-Magier, Der Ascalon. Ascalonische Magier, okay. Gut, ist in Ordnung zu lesen. Den gibt es schon länger eigentlich. Der wird immer genutzt, um halt im WVW GVG zu betreiben. Weil da kann man nicht viel sehen, welcher Charakter das ist auf den ersten Blick, etc. Das ist ein bisschen cleaner und so weiter. Deswegen nutzt man den ziemlich gerne. Und jetzt kann man halt einen Permanenten sich holen. Boah. Wer den braucht, kann sich den holen. Ich brauche ihn nicht. Und zwar steht Roy im Obsidian-Refugium, oberhalb der Zuschauertribüne. Genau. 250 Tränke der Ascalon-Magier und 100 WVW-Gefechtstickets. Genau. Und er hat die Hosen an, das ist schon mal gut. 105, du kannst in der Woche maximal 354, glaube ich, machen oder sowas. Also nicht besonders viele werden da benötigt. Kriegt man relativ schnell hin. Ja, ich denke mal, das ist eine schöne Sache dann. Er ist ja im englischen Raum recht beliebt bei Mighty Teapot und Co. Hat ja auch das, wie hieß es? Masters of the Arena hat er. Ja, er hat einige Turniere auf dem Cast. Also verdient hat er das schon. Es ist nicht so, dass ich es Roy abspreche. Wir sind nur alle neidisch, ist alles. Ja, ich muss ehrlich sagen, das ist mir so egal. Der Charakter, der wird auch schon mit dem Trank angezeigt. Der zeigt halt nicht mal irgendwas besonderes Detail. Das ist einfach nur ein Name. Es ist im Grunde ein NPC, wo einfach ein Name drüber steht. Tulfi wird immerhin getötet. das ist auch. Wow. Und da an Dolphy kommt jeder mal vorbei und sie ist stark, also der NPC ist stark auch an ihrem Spielercharakter angelehnt. Übrigens, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Dolphy.net ist nicht mehr erreichbar. Nein. Die Webseite ist inzwischen down. Für alle, die es nicht die Woche so mitbekommen haben. Das kann ich jetzt hier nicht live im Stream sagen. Ach gut, ich habe ganz vergessen, Uschi hat hier auch Sub gegeben. Gesubbt. Und unsere Dienstälteste hier seit 58 Monaten. Das dürfte aber nicht die Dienstälteste sein. Jetzt macht mal ein Herzchen hier. Habe ich ja schon, aber die dürfte nicht die Dienstälteste sein, oder? Nee, ich glaube nicht. Oh, doch, unten im Leaderboard. Gibt es ein Leaderboard? Ja. Sie ist ein Urgestein unserer Community. Tatsächlich hat DocMag, seitdem ich weg bin, DocMag war immer der Führende, aber seitdem ich weg bin, hat er anscheinend nicht mehr gesubbt. Nice.
Aber war ja vor kurzem mal mit mir hier. Ja, Grüße an Docmark. Hab dich immer noch ganz so lieb, falls du das hier hörst. Und nein, wie gesagt, ich spreche es reuenlich ab, verdient hat das. Aber ich bin trotzdem neidisch drauf, ja, doch. Ich habe schon überlegt, ob ich wenn ich jetzt, also Klopf auf Holz, dass es nicht passiert, aber wenn ich sterben würde, ob ich so ein Memorial kriegen würde oder nicht. Ne, Vendian hat ja auch nichts bekommen für Blizzard, also in WoW. Ja, aber hier. Und der hat für die deutsche Community ziemlich viel gemacht. Das stimmt, ja. Vendian hätte das auch absolut verdient gehabt. Wir Europäer oder wir Deutschen sind halt einfach nicht. Ist halt einfach so. Warum sollen wir amerikanische Devs anschauen? Ist schade, weil auch hier entertainen wir wieder zwischenzeitlich über 80 Leute. Ne? Wir stellen mehr Leute, aber wir sind unwichtiger als der amerikanische Markt. Wir sind nicht so hip und Meme. Wir sind keine Memme. Meme. Okay, weiter geht's. Heute springen wir echt. Ja, ist in Ordnung. Das ist halt wieder ein Podcast mit Sputti, ne? Die Leute wollen das ja auch. Also die haben es gefordert, also geben wir es den Leuten halt auch. Ja, richtig. Die haben immer nach Sputti geschrien. Keine Ahnung warum. Die wissen halt nicht, was mir durchgemacht. Oh. Vielleicht sagen sie jetzt in den Kommentaren, wir wollen nicht mehr Sputti haben. Das wäre auch mal was. Haben wir es geschafft. Also, scheiße, ich wollte ein Diskussionsthema für die Kommentare. Jetzt habe ich ein fucking Diskussionsthema für die Kommentare. War ich eine Bereicherung für diesen Podcast? Ja. Oder habe ich es ins Chaos getrieben und ihr wünscht euch die alte Version zurück? Dann lest ihr mal alte Kommentare durch. Da stand dann drin, seit Sputti weg ist, ist eh nicht mehr so toll. Nein, aber deswegen können wir leider jetzt hier verklärte Erinnerungen oder halt doch Realität. Schreibt in die Kommentare, besser wie es früher war. Also besser, wie es vorher war, oder Podcast mit Sputti? Also, wahrscheinlich schon kein Dialekt, so wie ich das mache. Ich kann doch mal anfangen zu sechseln. Oh, bitte nein. Sechseln. wir haben Patchnotes übrigens diese Woche bekommen. Echt? Alex, komm, das war doch früher dein Ventil. Ich lese sie wortwörtlich vor. oh mein Gott. Ich muss mir jetzt ein bisschen. Gehen mal AFK. Wo stehen die denn? Aktualisiert ihr sowas nicht? Du hast einfach nur die Patchnotes gelinkt und die sind. Das sind ja nicht die kompletten Patchnotes, das war doch nur irgendwie ein kleines Update, oder? Habe ich die nicht vorhin irgendwo offen gehabt? Hallo? Ich habe die News auf. Ich weiß nicht, wo ist das Problem? Geh doch auf Guildenmus. Patchnotes 29. September? Ja. Also, ich habe sie gerade im Stream auf. Ich weiß nicht, so wenig sie ist. Das ist das ganze Ding? Ja, es gab noch Sachen, die daneben. Ich dachte, es wäre nur. Dutzern ist weg. Ja, stimmt, er ist eingefroren. Oh, er ist abgestürzt. Okay, Podcast-Übernahme von mir. Okay, Patchnotes 29. September. Beim Ablegen von Materialien aus dem Inventar werden überzählige Gegenstände jetzt automatisch auf frei gewordene Plätze verschoben. Das ist ein unheimlich geiler Quality of Life Change, den ich mir schon lange gewünscht hätte. Dann begann der Fraktalansturm. Ja, das ist nett. Es gab ein paar Updates allgemein, nämlich eine Nebelsperren-Instabilität, toxische Krankheit wurde hinzugefügt. Keine Ahnung, was sie macht, aber sie ist bestimmt toxisch und krank. Der Kater Simon hat jetzt plötzlich Mega-Geschmacksknospen. Der futtert auch instabile Fraktalessenzen. Dazu gab es ein paar Anpassungen im Sunqua-Gipfel. Unter anderem wurde Rache aus der Liste der Instabilitäten entfernt und ein paar neue Instabilitäten wurden hinzugefügt. Außerdem gibt es einen Haufen Balance-Changes, die sowieso niemanden interessieren. Ein paar Fehlerbehebungen gab es. Tränke haben jetzt ein paar mehr Texte, die vorher keine lustigen Beschreibungen hatten. Horn des Mariners kann nicht mehr im Kampf verwendet werden, das ist sehr schade. Selbiges gilt für den Super Ghetto Blaster. Und dann gab es ein paar Balance-Anpassungen bei den Klassen, die klingen auch nicht spannend. Und Edelsteinjob. Guter Patch. War was? Das kann er öfters machen. Was? Nein, war alles okay. Das hatte ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Internet gehabt habe. Julia! Dankeschön für Resub! Ja, dankeschön dafür. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, Soweit ich weiß, gab es noch was extra. Was
mal später kam. Also genau, ich hatte nur das später gelesen, wo stand, wir haben das UI fürs PvP angepasst. Ja, und damit, für den Handelsposten gibt es was Neues in Quality of Life, dass Favoriten speichern kann. Oh, Favoriten, ja, stimmt. Genau. Ich glaube, das stand aber nicht im Patch noch. Nein, das haben sie danach noch. Ich habe es mir aber noch nicht angeguckt, ehrlich gesagt, aber es ist ein cooles Feature für alle Leute, die wie ich durchaus mal flippen. Hotfix-News, warum haben wir da nicht reingeguckt? Also, die nachträglichen Patches waren verspätete Patch-Notes, Favoriten, dann ein Serverfehler wurde behoben und dann Bedienoberfläche für die Sonderevents, die in der kommenden Woche während des PvP-Turnieres stattfinden, wurden berichtigt. Aber Yolo subbt auch, jetzt geht's ab hier. Wo bleibt der Hype Train? Wir fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, denn dann geht sie los, unsere Sub-Polonaise. Kein Wunder, warum du nicht erfolgreich bist. Ja, komm, ich weiß auch nicht. Haben wir wirklich einen Hype-Train? Ja, komm hier, nicht, wann ich Crawl. Einen Hype-Train okay, gesehen. Ich gebe auf. Das ist witzig. Okay, der war gut. Ja, danke, Grawl. Oh mein Gott. Komm, zwei noch. Gott, ja, bitte. Gut, ja. Sonst gab es nicht viel, bis auf neue Sachen im Edelstein-Shop. Das müssen wir uns natürlich anschauen. Jetzt, wo Alex da ist, darf er das Ganze bewerten. Nee, ja, ich bewerte nix. Ich habe das Recht, Edelstein-Shop Sachen zu bewerten, verloren, als ich das letzte Mal in einem Shop. Du meinst, du darfst ja endlich flamen, ohne schlechtes Gewissen? Nö, ich finde weiterhin die Monetarisierungsstrategie von ArenaNet mega smart. Haut mehr Gleiter, Mountskins und Kleidungssets ins Spiel. Besser als, Gacha-Pay-to-Win-Systeme wie bei Genshin Impact. Weil das Spiel ist wirklich cool, aber das versaut es mir halt mega irgendwie im Endgame, dass ich halt nicht an die beste Ausrüstung kommen kann, ohne Glück zu haben oder echt Geld zu investieren. Und echt Geld investieren. Früher hatte das nichts ausgemacht. Da habe ich immer kritisiert. Was, echt Geld zu investieren? Ja, weil dieses ganze GameStop, Stecker, du bist immer so kritisch. Ich fand das doch immer vollkommen okay, der GameStop. Ich habe doch gerade gesagt, das ist super. Ja. Was mich abfuckt, sind Systeme, wo ich echt Geld zahlen muss, um an die beste Waffe im Spiel zu kommen. Und das ist eben Genshin Impact. Was Guild Wars 2 macht, ist mega cool. Ach, sonst weiter. Okay, kommen wir zu dem Thema. Es gibt diese Woche einen neuen Gleiter-Rücken-Kombination, genannt die Buntglas-Flügel-Kombo. Entschuldigung, das klingt ein bisschen doof. Ja, es ist halt deutsch. Da klingt das immer ein bisschen komisch. Im Englischen klingt Stain-Class. Das klingt schon ein bisschen cooler. Die Idee ist halt, so Flügel zu haben, die etwas an Kirchenfenster erinnern. Also, was ist denn? Entschuldigung. Ich glaube schon, das zweite, was so gab, es gab schon mal so was. Echt? Okay. Ein Kleider, der aussieht wie Kirchenfenster. Gildenfenster? Nein, Kirchenfenster. Achso, jetzt der Kleider, der aussieht wie Kirchenfenster. Nein, es gab noch einen anderen. Okay. Was und es gab auch Waffen, die in dem Spiel waren. Worauf man hinweisen sollte, ist, dass diese Flügel etwas durchsichtig sind. Die haben eine leichte Durchsichtigkeit. Darauf geht auch auf Arcless irgendwie bestimmt fünfmal, glaube ich, in das Video ein. Schaut doch mal in die Hände von meinem Charakter. Seht ihr das? Durchsichtig? Würde ich ihm zutrauen. Smart, er weiß, wie es funktioniert. Sex Sales, ja. Ja, ansonsten hat das 4 Farbkanäle. Ich hoffe, man sieht gleich auch noch die Fluganimation, weil ich finde eigentlich, wenn er die Flügel, den Gleiter auspackt, eigentlich die Animation mega cool gehalten. Das ist wirklich sehr, ja, auch so, sehr wie cool. Er sich bewegt, ist es irgendwie ganz komisch, weil normalerweise mit dem Glas dürfte. Ja, wobei die Flügel bewegen sich halt auch nicht so, wenn du springst oder so. Das hast du ja bei anderen Flügeln, hast du das ja so, aber die bleiben starr. Bist du eigentlich erst... Das ist leben, nicht Plexiglas, das ist flexibel. Richtig, das ist definitiv kein Glas. Das was, ist ja, schau mal, das fühlt sich doch an wie so Gummi. Was ich mich gewundert habe, jetzt sieht man auch wunderbar die Animation. Ich finde ja, eigentlich schon ganz cool gehalten. Das sind die cool Drachenflügel, wo es, glaube ich, auch schon im Spiel Sunscreen. Ja, aber ich finde, das passt recht cool. Und du hast halt eben diese 4 Farbkanäle und kannst den Gleiter halt wirklich sehr cool einfärben. Das Einzige, was ich mich nur gewundert habe, ist, du kannst den Rücken einfärben, du kannst den Gleiter einfärben. Theoretisch kannst du den Gleiter komplett andere Farben geben als dem Rücken. Mich würde es mal interessieren, was das für eine Auswirkung hat, wenn man dann anfängt zu gleiten. Wann der da genau die Farbe des Gleiters dann wechselt. Frag doch mal, Jojo.
Jojo, warte, er macht das doch jetzt. Da hast du es doch gesehen. Ja, er hat in der, er hat aber in der Luft hatte die. Ah, doch, stimmt. Zwischen ja, das, ist halt das sieht total deppert aus. Hier, so Rücken. Ah, ja, jetzt sieht ja, weil der Rückenskin und der Kleider sind halt zwei separate Arten. Ja. Der Kleider erscheint erst dann, wenn du fliegst. Und dann wird der Rücken halt ausgeschaltet. Das ist echt komisch. Ja, okay. Also, weil ich die Technik halt noch nicht. Aber ich finde eigentlich, ja, ich finde ihn ganz solide. Ich wüsste jetzt keinen Charakter, so einen Kopf, dem ich sowas geben würde, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe ihn im Spiel auch noch nicht gesehen. Ist jetzt auch, also wie gesagt, ja, er benutzt halt schon eine alte Animation. Weil er umfärbt später. Mit einem Fliegen. Ach ja, so, okay. Mit einem Gleiten, ja. Er hat das gemacht, was Duzi sich gewünscht hat. Das hätte ich Jojo auch nicht zugetraut. Also Lob an ihn. Ja? Ach, jetzt kapiere ich, was ihr meint, wenn man es in unterschiedlich färbt, ja. Achso, er hat die gleich gefärbt. Okay, ja, gut. Er hat die gleich gefärbt. Also und meine jetzt Empfehlung. Jetzt färbt er sie um, also bei mir jetzt gerade. Meine Empfehlung, wenn ihr den Rücken und den Gleiter benutzen wollt, färbt sie bitte gleich. Ja, das sieht mega deppert aus. Ansonsten färbt es, wie ihr wollt, wenn ihr nur Rücken oder nur den Gleiter benutzt. Dreh die Farben einfach rum, ist dann wirklich gespiegelt. Ey Jojo, ich kann dich nicht enttäuschen. Ich habe, glaube ich, erst 3 Items of Watches in meinem ganzen Leben von dir geschaut. Und das, obwohl ich die früher eingebettet habe in News. Ach, ich glaube, er kommt relativ gut an, also mittlerweile. Ja, man gewöhnt gutes Format bei uns. Aber Julia kommt besser bei den Leuten an. Ja klar, ist ja Julia. Also die Kommentare unter Julias Item Shop Watch ist einfach unglaublich. Echt? Welchen hat sie gemacht? Ich muss was auch lesen. Ich glaube, boah, wie hieß denn der? War Klumi, vielen Dank für deinen Sub, kriegst du auch deinen Poki. Ja, Männer hat auch noch gesubbt vorhin, ne? Den möchte ich auch mal hier erwähnen. Und Dutzi hat an Tanae was verschenkt und Grawl 99. Ich habe einfach nur random, ich muss sagen, ich hab einfach nur an random geschenkt. Ja, ja. Geschenkt. Das möchte ich noch dazu sagen. Du kannst ja auch an bestimmte Tanae Personen verschenken. Tanae hat von Dutzi bekommen, richtig. Und danke dafür. Ja, ich bring Kohle. Komm mir nicht da. Ja? Ich habe dafür ein Emote bekommen. Ich bin echt glücklich. Ja, wir haben kein Geld dafür gezahlt, dass du hier mitmachst und geschützt bist. Ich ja, scheiße, wir sollen die bezahlen lassen, nice. Genau. Nächster Podcast kostet einen Zehner, ne? Grasgrüner Exekutor war zum Beispiel von Julia. Ich glaube, das war das erste, wo sie das gemacht Grasgrüner hat. Grasgrüner Exekutor, okay. Muss ich mal gucken. Kleidungsset. Renz Omar, wo ist denn das? 18.09. Ich sollte sowas öfters machen, Julia. Einfach nur für die Kommentare, oder was? Für die langweiligen Item-Shop-Watch-Sachen darf das dann Julia übernehmen. Dann kriegen wir einfach nur Klicks durch Julia. Wow. Ja, ich muss sagen, also um den mal zu bewerten, so allgemein, ich finde nicht so cool wie so manch andere Gleiter, die so in der Vergangenheit rausgekommen sind. Ansonsten. Er ist nicht so übertrieben von der Leuchteffekt, aber die Animation haut's halt raus. Ich ist ja wieder in der Truhe drin. Ich habe ja noch ein paar. Nee. Der Skin kommt nicht in die Truhe rein. Der kommt allerhöchstens vielleicht nur über Schwarzlöwenfigürchen ins Spiel oder durch irgendwelche Auswahl. Ja, okay, das ist kein Problem, weil ich habe da noch einen. Aber das dauert dann noch. Boah, ich bin mit meinem Kristall. Ich verkaufe niemanden. Leider bin ich selbst. Aglias, ich verkaufe niemanden. Das ist, wenn ich die Kommentare da unter dem Video sehe, holla die Waldfee, ey. Hast du noch andere Videos gemacht? Nur mal so gefragt. Oh mein Gott. Ja, lass es jetzt hier. Okay. Also, da gibt es noch einen Rückkehrer hier. Das ist dann Nebelfremd Waffen und Paket. No September, ne? Ja. Das Nebelfremd Paket. Ach, das ist nur die Axt oder. Ja, das, entweder bekommt der Axt und das Schild. Okay. Genau. Und passend dazu gibt es auch ein Kleidungsset, was ich auch sehr empfehlen kann. Ich wünsche, man hätte das in Einzelteile, weil dieser Umhang-Effekt, wo hier so die ganze Zeit hier rausschwebt oder zieht. Ja, ich finde persönlich von den beiden Waffen das Schild noch ein bisschen cooler als die Axt. Die Axt habe ich letztens über eine garantierte Waffenfreischaltung sogar rausgezogen. Echt lecker. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte. Ja, das Set ist halt schon richtig cool, wenn man hier gerade. Ich wünsche es in Einzelteile. Ich mag Outfits einfach nicht. Ja, die sollten wieder anfangen mit Einzelteilen. Allerdings wäre das dann wahrscheinlich unbezahlbar. Leider. Damals für 800 so viele Einzelteile war groß. Also wenn wieder irgendwann ein Sale kommt oder allgemein, kauft euch immer diese alten Ausrüstungssätten ein. 800 Edelsteine. Das lohnt sich definitiv. Lala.
Der Teamspeak, der ist schon wieder weg. Nein, ist er nicht. Oh. Besser wie sie. Ich saß so da. Aber er war zwischenzeitlich weg, Ich habe gerade gesagt, hä, ist Sputti irgendwie weg? Nee, Moment, der sagt doch was, aber irgendwie. Das hatten wir nie, keiner. Weil ich sind drei Leute schon zu viel in dem Channel. Das könnte durchaus sein, dass das... Habt ihr nie Jojo oder so mal hier gehabt? Nein, aber das ist schon seit Wochen nicht mehr passiert. Monaten. Ja, nice. Ja. Alex, das ist Alex. Ja, es ist alles wie früher. Ja, es muss einfach so sein. Extra wegen euch. Ich habe mir gedacht, komm, wir bringen dieses Feature in Wirklichkeit. Ob die ganze Zeit nur Dutzend haben muted den Chat. Aber der halt muss ich machen. Stimmt. Könnt auch so wichtige, lustige Sachen machen, wie Sky einfach zum Gesprächsleiter. Und dann, oh nein, nein, tu das nicht. Dann macht er uns immer leiser, das ist ja grauenhaft. Ja, aber dann kann er sich so durchsetzen. Nein, nicht schon in Ordnung. Er soll sich gar nicht durchsetzen. Ein richtiger Host spielt auch kleine Geige. Ja. Du machst das super, Sky. Fühl dich gebauchpinselt. Ich muss. Gut, ja, dann sind wir eigentlich im Großen und Ganzen eigentlich durch, wie es aussieht. Mit der Themenliste? Ja, weil Sputti labert, haben wir gesagt, die ganze Zeit zwischen als Thema. Jetzt aber mal Sputter bei den Fischen, ne? Ja, erzähl. Es gibt da ein Thema, ich glaube, darüber hab ich und Sky auch, glaube ich, mal unterhalten, aber nie on stream. Oh! Warum soll Kanta jetzt nicht funktionieren? Also für die Leute, die... Ja, nice! Wir machen jetzt mal ein dickes Kanta-Fass auf das für die Leute, Podcast für die Leute, bis 23 Uhr. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Sputti schreibt ja für meinen MMO und hat deswegen Guild News verlassen. Eigentlich haben wir ihn erst gekickt und dann ist er zu meinem MMO gegangen, aber das ist ein anderes Thema. Weil er verdient der Geld. Verdient jetzt dennoch mehr Geld. Noch mehr Geld als unser vorher. Plan ist nicht, unser muss Plan es auch ist nicht teilen. Ja, man hat ein Haus. Und es ist ein Mietshaus. Wir wollen mal hier schön. Ein Campingwagen. Ne? Der Wohnwagen haben wir Gebrauch gekauft. Und das neue Auto jetzt ist auch nur ein. Garten. Der große neue Fenster. Ja, läuft ganz gut. Ich will kein Fenster. Ich habe eine Xbox vorbestellt, aber ansonsten. Ja, whatever. Unter jedem Artikel, wo es irgendwie um Kanta geht, bezüglich Guild Wars 2, wird ein wunderschöner Artikel von Alex, nämlich von Sputti, verlinkt. Und zwar mit dem Titel: Ich ahne, wo die neue Guild Wars 2 Erweiterung hingeht, aber es gefällt mir nicht. Ja. Wo übrigens immer noch ein Schreibfehler drin ist, seitdem er ursprünglich veröffentlicht worden ist. Ja, passt so, du Bildzeitung. Irgendwo steht da Mia statt mit drin oder sowas. Ja, das ich glaube, ich bin der Einzige, dem es aufgefallen ist, weil das ist halt der Qualitätsstandard von meinem so gefühlt. Ey, Vorsicht, hey. Junger Mann. Vorsicht. Wie alt ist der Artikel dort sein? Kommst du da mehr als, ja, aber da, du ja, kommst. Ja, gut, da war die Idee. Ja, aber Covid kam da, ist klar, dann macht man ja recht. Nein, aber wer liest denn nachträglich diese Artikelkorrektur? Also, sie werden halt bei der Veröffentlichung, vor der Veröffentlichung Korrektur gelesen und wenn dann halt ein Fehler drin ist, bleibt der halt normalerweise. Und dann werden nur noch die Updates durchgelesen. Du verlinkst doch diesen Artikel jedes Mal bei jeder News, den du schreibst. Ja, aber liest du jedes Mal deinen alten Artikel gegen, wenn du ihn wieder verlinkst? Schon. Das ist doch whatever. Er wird halt überall verlinkt, man. Also für die Leute, wir wollen dir nur helfen, lesen Alex. Im Zusammenhang verbessere mit Guild Wars 2. Jetzt live. Meine Kernaussage war eigentlich nur, den sieht man überall, wenn man irgendwas zu Guild Wars 2 und Kanta lesen will. Das auf meine, das war eigentlich die einzige Kernaussage, die ich treffen wollte. Und zwar, um den etwas zu paraphrasieren, geht es darum, dass Sputti Kanta nicht so geil findet als Addon, aber es passt doch als Addon, als Gebiet. Was aber erst ganz am Schluss kommt, sehr geschickt gemacht. weil er sich darüber aufregt, zum Beispiel, es macht gar keinen Sinn, dass man nach Kanta geht, weil wir jetzt gerade gegen Jorma kämpfen und dann macht es keinen Sinn, danach nach Kanta zu gehen. Als es gibt diverse Rassen wie Asura, Sivari, er nennt hier vor allem die Sivari, die dann nach Kanta kommen. Noch nie hat jemand irgendeinen Sivari in Kanta gesehen, das kann alles nicht passen und die sind ja schon relativ rassenunfreundlich unterwegs, siehe Tengus, die aus Kanta vertrieben worden sind und sagt deshalb, es passt nicht so ganz von der Story her, aber er fände es eigentlich trotzdem ganz gut.
Also nee, es würde dennoch ganz gut zu Guild Wars 2 passen. Das war, glaube ich, deine Aussage. Ich hab unten geschrieben, ist halt super Fanservice, sorgt ein bisschen für Aufmerksamkeit, holt nochmal Leute zurück, die früher GW1 gespielt haben. Oh ja, das hat schon gut funktioniert als jetzt der Trailer. Ja, absolut. Aber das Ding ist bei den Anschuss, oh ja. Fanservice funktioniert, ja. Ich habe halt lange über diese Aussage nachgedacht, aber hast du das Gleiche nicht eigentlich auch mit Ilona? Das absolut gleich hast du. Er hat aber auch gleich über Ilona gesagt. Ja, danke. Gut, das muss man ihm zugestehen. Er hat gesagt, wir wussten die Leaks, er kannte es ja auch, aber er hat auch immer gesagt, das ist einfach, was soll man da? Warum soll man da hingehen? Was ist da so spannend dran? Und er hat es auch kritisiert, gebe ich zu. Ich muss sagen, ich finde halt Kanta halt insofern ganz cool, weil halt mit Guild Wars 1 ganz viele Stories halt im Grunde, also Story-Grundlage geschaffen wird mit Guild Wars 1, wie es dann in Guild Wars 2 weitergehen kann. Es sind halt 250 Jahre vergangen. Es ist politisch super interessant, dann eben mit dem Silvario oder einem Azurin zu gehen. Oder einfach auch mit dem Wiedergänger, der halt einfach Shiro als Legende hat. Ja. Und gerade das finde ich halt, gerade dieses Konfliktpotenzial halt mega interessant. Genau, und es hat einen Haufen Konfliktpotenzial. Aber wo hat es denn Story-Potenzial? Also wir sind uns ja jetzt einig, ja. Die Erweiterung soll 2021 kommen. Das heißt, die Eisbrutsaga führt uns dahin. Zwischen Eisbrutsaga und der Erweiterung wird es maximal einen Übergangspatch, einen Prolog oder sowas geben. Aber es gibt halt keinen kompletten Story-Arc, der in eine andere Richtung führt. Ja, dann da hilft aber vielleicht ein bisschen der Teaser weiter. Und auch so die ganz vielen Spekulationen um den Teaser herum, weil es sprechen ja da zwei Personen. Die eine ist, Name vergessen. Kunawang. Die geheimnisvolle und neue Charakter. Genau, Ural. Wo man jetzt ganz lang schon spekuliert hat, wer könnte das sein? Könnte Mutti. Es vielleicht Mutter sein? Könnte es Mutti sein? Nachdem es auch vom Titel her passen würde, End of Dragons. Ist es Bubbles? Oder, ja, ist es Bubbles oder ist Kunawang Bubbles oder was halt nicht, ja, ja. So es viel gibt, Sinn es macht. Es gibt einen Haufen interessanter Fragen und auch eine Menge Möglichkeiten. Aber das Ding ist doch, wie siehst du jetzt die Geschichte der Eisbrutsaga so verlaufen, dass wir dringend nach Kanta müssten? Ja, da habe ich die Story, tatsächlich, die Frage habe ich vor ein paar Podcasts auch gestellt, tatsächlich. Nice. Weil ich finde das nämlich auch schwierig und bei Path of Fire hat man es halt so gemacht, da ist halt Balthasar hingerannt, wir rennen hinterher. Bei Heart of Horns war es so, Scarlet wollte irgendwas in die Richtung treiben. Also wir haben halt ihre Spuren verfolgt und sind im Grunde in Magma genau. Reingestolpert im Grunde. Wenn man das so weiterspinnt, gut, wir sind auch in den Norden jetzt gereist, im Grunde nur, weil die Charter gefeuert haben. Wo irgendwo hingehen. Das ist halt eine ganz wichtige Frage, gebe ich zu. Aber da haben wir halt auch schon überlegt, ob es vielleicht irgendwie, wir haben halt erstmal überlegt, wie soll denn Story überhaupt der Eisbrutsaga abgeschlossen werden? Das ist gut, ja, da würde ich mal Theorien von euch gerne hören. Genau, und die Frage ist halt, stirbt Jormag am Ende der Eisbrutsaga oder stirbt er nicht? Oder stirbt nur Jormag oder stirbt vielleicht noch mehr, wie zum Beispiel Primordus? Denn wir wissen, durch den Erfolg, den man mit Bangas Dialogen, von denen wir vorhin gesprochen haben, dass irgendwann auch über Jormags Feind gesprochen wird. Ja, das ist der letzte Dialog mit ihm. Das ist der letzte Dialog mit Wiki drin, ja. Den man dort haben wird. Und die Frage ist halt, wer ist denn Jormags Feind? Ist es Primordus oder ist es vielleicht Mutter, von der Kalkatori gesprochen hatte und die befindet sich in Kanta? Und wir finden heraus, okay, Mutter ist jetzt der neue Feind, den wir jetzt angreifen müssen. Und wir müssen mit Jormag zusammen. Das ist halt dann eben die Frage, wie sie halt dann die Story da weiter konstruieren. Aber vielleicht besiegen wir auch Jormag und erfahren, okay, Mutter ist wirklich das nächste wichtige Ziel, das wir angreifen sollten. Das befindet sich in Kanta und damit hätten wir einen Grund, nach Kanta zu gehen. Ja, aber das Problem ist halt, was immer Jormag uns erzählt, muss ich ja A noch nicht glauben. Nee, und B ist halt Mutter aktuell überhaupt keine Bedrohung für irgendwen. Also nee, selbst wenn die halt selbst bevor wenn du, die bevor du weitermachst, ich will es nur ja. Kurz sagen, weil wer ist Mutter, weil die Frage gerade im Chat nochmal. Ah ja. Ja. Kalkatoik, nachdem ihn, oder beziehungsweise Aurin dann die Magie von ihm absorbiert, sind seine letzten Worte Mutter, oder sein letztes Wort ist Mutter. Deswegen wissen wir auf jeden Fall, es muss
ein Wesen geben, das über den Altdrachen steht. Oder wenigstens ihn muss generiert ja nicht mal ein hat. Wesen sein. Genau. Es gab ja auch mal diese Theorie, dass es irgendwie. Also das war ja damals bei diesem Kugeldiagramm, ne, was wir für unser Intro mal kurzzeitig missbraucht hatten, wo du irgendwie 6 Kugeln gesehen hast und die in die Mitte in die Erde reingecrushed sind, in die 7. Kugel sozusagen. Da gab es ja schon immer diese Theorie von Mutter Erde oder ja, was auch immer Theorie da. Terra oder. Genau, ja. Das kann ja durchaus so ein Wesen hier sein, ja. Aber das Ding ist halt, ich sehe halt auch die nicht als akute Bedrohung. Also wenn vom Teaser halt her nicht unbedingt, nein. Also so wie wir war. Weil sie loben ja beide die Menschen, oder die Wesen eigentlich, die Sterblichen. Und sie halt die Frage, auf was sich Mutter oder diese mysteriöse Person sich bezieht, weil sie brauchen meine Hilfe. Und sind es die Altdrachen? Geht die Mutter zu ihren Kindern, weil sie weiß, bei Mord und Trauma gehen die sich gegenseitig jetzt an den Kragen und machen dann eine Riesenkatastrophe? Oder will sie sie retten? Oder irgendwas anderes? Das ist so die Spekulation. Es gab aber auch diese Spekulation, dass die Stimme, die man hört, der Unterwasserdrache ist und dass der möglicherweise sogar im Einklang mit den Menschen Kantas lebt. Und das wäre für mich sogar ein Riesenwiderspruch, darum nach Kanta zu fahren, weil ich fahre ja nicht zu einem fremden Kontinent, der mich gar nicht braucht. Dann hast du wohl nie Warhammer 40k Lore gelesen. That's true, ja. Aber ich brauche halt einen vernünftigen Übergang und ich sehe halt nirgendwo einen geschichtlichen Übergang, der mich zufrieden nach Kanta führen wird. Ja, aber ich muss halt auch sagen, ja, ein Jahr vor Path of Fire hätte ich auch nicht gedacht, dass es nach Elona gehen wird, ein Jahr später. Ja, aber das mit Elona war. Das war schon billig. Das war wirklich so Balthasar und dann Zaubersängerländle und wir machen eine Episode. Oh. Oder ich überlege gerade ein Jahr vorher Heart of Thorns. Doch, Heart of Thorns hat sich herauskristallisiert. Wir haben lange darüber spekuliert, dass sie irgendwie mit einem Altdrachen in Verbindung steht. Du hast damals rausgesucht, dass es bei Subjekt Alpha eine Mordremoth-Fähigkeit gibt. Mordremoth Tooth war das, glaube ich, ne? Ja, genau. Da kam der Name zum ersten Mal vor. Ja, und deshalb war, also die Story um Mordremoth und der Weg in den Maguma-Dschungel, der war super gut. Ja, okay. Mit den Luftschiffen, wo dann weggepumpt wurden und mit dem ganzen Zeug und das du hast vollkommen recht. Holy shit. Das sind ganz viele Sachen, die ich einfach aus dem Kopf rausgestrichen habe. Der schöne Teaser-Trailer. Dann kann man die Spekulatius zum Teil einfach nochmal lesen und wäre überrascht, was ich alles rausgefunden habe. Muss ja nochmal von vorne spielen. Die einzige Sache, woran ich mich noch von früher erinnern kann, ist einfach diese 2 fucking NPCs, die ich durch Löwenstein hinterhergerannt bin, um ihren vollen Dialogen zuzuhören, wie sie über Sivaris lästern. Nein, aber also der Weg halt zur ersten Erweiterung hin war eigentlich super aber gut aber geendet. Aber Elona POF fand das war schon kacke. Fand ich also auch doof. Vom Jahr vorher gesehen, hätte ich nicht gedacht. Aber wir dachten halt auch vom Jahr vorher nicht, dass es irgendwas mit Balthasar zu tun hat. Wir waren das Problem war, wir konnten nie richtig diskutieren, weil wir durch die Leaks, es wurde dieser eine Screen von Amnon damals geleakt, das weiß ich noch, weil den habe ich als Daily Comic mit benutzt. Da sah Amnon noch anders aus, dann wussten wir, okay, da geht es definitiv in die Kristallwüste. Das war unser erster wirklicher Hinweis, dass es ja, da und das war, glaube ich, schon kurz nach Lazarus und schon bei diesen, wir haben damals Spekulationsartikel geschrieben. Nee, das war, glaube ich, davor. Lazarus und das Zeug kam dann später, wo es dann hieß, ja, da ging es irgendwie drum, dass Lazarus Balthasar ist und so hin und her. Ja, aber das kam erst, ich meine, der Leak kam erst nach der ersten oder zweiten Episode der Benny Welt Staffel 3 und Lazarus tauchte ja schon in der ersten Episode auf. Da hatten wir noch Spaß, meine ich, zu spekulieren. Dann kam der Leak. Und noch bevor wir damals, ich erinnere mich noch an diese lustige Reihe, wo jeder von uns einen Artikel geschrieben hat, Lazarus ist Balthasar. Ja, und ich weiß noch, wie wir alle wussten im Team, es ist eigentlich Balthasar, ja, aber wir haben halt alle versucht, noch Geschichten zu konstruieren, dass es nicht Balthasar, sondern wer anders ist. Selbst wenn du gewusst hättest, dass es Balthasar ist, du wusstest. Hättest du durch das Feuer wissen sollen. Du wusstest halt nicht seine Motive im Grunde. Ne, wir wussten ja seine Motive und auch die Geschichte von Ridlock irgendwie 2 Jahre lang nicht. Ja, das was ich den immer noch übel nehme, so. Path of Fire wurde schlecht hinzugefügt. Das stimmt gar nicht. Wir kannten die Geschichte eigentlich ziemlich gut. Er war bei Master X Master. Das wissen wir doch alle. Oh Gott, hör auf. Ich habe sogar noch hinten die Cap von Master X Master. Ich habe in meinem letzten Livestream, abgesehen von dem Fall Guy Stream, habe ich ein T-Shirt angehabt und die Leute gefragt,
Nee, okay, das war Breakaway. Ich habe gelogen. Das war ein Breakaway-T-Shirt. Ja, Breakaway und Master X Master trage ich immer noch gern beim Trainieren, ehrlich gesagt. Dafür eignen sie sich wunderbar und weinen jedes Mal beim Breakaway-T-Shirt. Ah, oh, Breakaway. Das T-Shirt ist auch cool, möchte ich sagen. Ja. Aber ist halt wirklich die Frage, wie man jetzt... Wie man nach Kanter kommt. Ich sehe uns halt nicht in einem Dreivierteljahr oder Jahr in Kanter stehen. Also um nochmal zurückzugehen, bei dem Podcast hatte ich dann auch einen Gedanken angefangen, wie kommen wir überhaupt nach Kanter? Ne? Also erstmal storymäßig die Frage natürlich und dann halt auch das Transportmittel. Ne? Einfach ganz billig durch ein Asura-Portal, geht nicht, weil wir haben dort, zumindest wissen wir von keinen Asurern drüben in Kanter. Wer weiß, vielleicht sind da auch noch irgendwelche aus den Löchern gekrochen gekommen. Nein, das geht ja schon nicht. Da sind wir ja schon bei meinem größten Kritikpunkt an Kanter. Kanter ist das, was... Nein, ich will jetzt keine Vergleiche zur realen Welt ziehen. Lieber nicht. Kanter ist Nordkorea. Ist Kanter hat etwas gegen alle anderen Rassen, die nicht menschlich sind. Und daran wird sich jetzt auch nicht viel geändert haben. Plötzlich. Ja, wissen wir nicht. Also es kann sich nach 250 Jahren durchaus was ändern. Das also Ding ist aber, der offizielle Kanon geht ja weiter als 250 Jahre, weil der Wind of Change beginnt und endet ja damit, dass der Sohn von Kaiser X, der nach unserem Meister Togo Kaiser war. Das heißt, du bist ja schon 2,5 Generationen weiter. Und 2,5 Generationen sind halt auch gut und gerne mal 60, 70 Jahre. Und da ist die Aufräumaktion erst zu Ende. Und lass mich aus der Vergangenheit sprechen, so Aufräumaktionen enden. Na okay, ist eine Lüge, im Zweiten Weltkrieg endete das recht schnell, in wenigen Jahren. Ja. Aber so grundsätzlich ist das sehr unwahrscheinlich, dass sie eine 60 Jahre lange Aufräumaktion machen, die 10 Jahre später vorbei ist. Du musst dir halt zum Beispiel einfach mal angucken, wann die DDR gegründet worden ist und wann die DDR geendet hat. Und was, wie viel die DDR eigentlich auch so ideologisch und so weiter und auch Gebäude hochgezogen hat und so weiter. Das ist alles möglich. Da ist schon eine Menge. Ja, aber ich finde das weird. Ich baue diese Story auf und reiß diese Story dann einfach, wenn ich das Gebiet. Ja. Also ich baue halt eine Story. Ne, pass auf, ich baue eine Story, um ein Gebiet aus meinem Nachfolger zu streichen. Weil ich weiß, ich kriege das eigentlich nicht unter. Und wenn ich das Gebiet zurückholen muss, weil ich merke, oh scheiße, ohne Fanservice lieben die Menschen mich nicht, dann schreibe ich halt einfach diese Geschichte um. Das ist halt so, ist klar, du kannst es machen. Und ja, sie werden es auch machen. Es ist auch vollkommen okay. Aber das Ding ist halt, es ist halt nicht konsequent und mir persönlich gefällt das halt. Ja, es ist halt eben die Frage, ne? Es kann natürlich sein, dass die alle genauso noch rassenfeindlich sind. Ja, les mal, was Ori da schreibt. Im neuen Fraktal gibt es doch diese Briefe. Mit den Leuten, wo flüchten. Ja. Mit Ai, die dämliche Zauberwirkerin ist und dieser andere, ihr Liebhaber oder so. Ja, super. Das heißt, sie greifen diese alte Story da nochmal auf und sagen, die sind voll rassenfeindlich. Auf jeden Fall und dass die versuchen zu flüchten und so weiter. Das war es auf jeden Fall. Ich habe es nicht gelesen. Ich weiß, aber Wooden Potatoes hat es durchgesprochen. Also da müsste man sich nochmal belesen. Aber ja, da kommt es auf jeden Fall mit vor. Außerdem ist die Frage, wie lang ging eigentlich die Geschichte mit Kanta in dem Manifest, was sie vor GW2 geschrieben haben. Weil die Frage ist ja, wann ist der Wasserdrache erwacht? Was ist, wenn in der Zeit der Wasserdrache da unten richtig durchgedreht ist? Und alle Menschen ausgeraubt. Ja gut, ausgebeutet. Ich meine, das ist ja das Interessanteste. Das heißt ja, die Menschen, war in den Trailer, das hat ja auch Wooden Potatoes als Diskussion angenommen, ging ja darum, was war's, dass die Menschen auf den, auf also ihre neue Kultur aufgebaut haben, auf den Überresten, was sie umbringen wollten. Das könnte entweder der Jadewind aus GB1 das Zeug gewesen sein, oder es könnte sein, dass halt der Wasserdrache hier gewütet hat und somit alles, was damals halt... Also es gibt, lustiger Funfact, im Wiki, eine Aussage, 1331, das ist Lebendige Welt Staffel 3 von Taimi. Und zwar hat Taimi uns erzählt, ich weiß überhaupt nicht, wann das war, dass kantanische Seeleute an Land geschwommen sind und Geschichten von seltsamen und unbekannten Kreaturen, die aus dem Ozean auftauchen. Taimi vermutet dahinter, dass die Kreaturen mit dem Tiefseedrachen verbunden sein könnten. Na gut, das war Staffel 3, wo es gegen mit jedem Altdrachen irgendwie. Kann ich mir überhaupt nicht irgendwie erinnern. Also diese welche konkrete Episode Aussage waren auch das? Nicht. Die erste, die Notes, zweite? Notes from the Field. Das ist, Living World Season 4. Oh. Und zwar war es ein Dokument zwischen Taimi und Gorik.
Notes okay. written by Gorik. Also irgendwo ist Jahai und da steht und das The muss Water Jahai Dragon. Update sein. Ja, und da steht zu jedem Drachen ein Satz. Und bei The Water Dragon steht dann: Scholars have long debated the possibility existence of another Elder Dragon, one that may possess a degree of control over water and the oceans. Und dann kommt: Canthan sailors have recounted tales of strange creatures emerging from the oceans, possibly tied to this dragon. Das but as of this writing, that folklore has yet to be empirically verified. Okay, aber wir haben ja auch Leute, die von Tyria nach Kanta gekommen sind. Die Sephiriten, aber das sind alles Menschen. Genau, es sind alles Menschen, ja. Ja. Ich wollte nur gesagt haben, um an die Frage weiter zu beantworten, wie man denn überhaupt nach Kanta kommt. Denn die Sephiriten kennen einen Weg nach Kanta. Einen Flugweg, also wahrscheinlich ganz langweilig dann mit dem Flugschiff. Und der Gerüchte soll aber auch irgendwie noch dahin kommen, meine ich mich zu erinnern. Ach nee, stimmt, die kam nach Elona. Ja, ja, ja. Wo man immer in, wie heißt denn das? Scheiße, ich weiß die Map nicht mehr. Da gibt es ja dieses eine Portal, wo es heißt, ja, hier wird es jetzt nach Elona gehen, aber leider ist das Tor zusammen. Das ist unten Ebon Falke, Felder des Ruins, Felder der Verwüstung, genau. Ja, friesen die Ruinen, möchte ich anmerken. Also die letzte übrigens offizielle Nachricht aus The Movement of the World, das ist halt die Übergangsgeschichte, ist von 1127. Also so ziemlich genau 200 Jahre vor uns. Und da erst fing Usoku an, also erst vor 200 Jahren, nicht 250 Jahren, fing der an, überhaupt mit diesen Säuberungsmaßnahmen anzufangen. Hm. Also du hast recht, klar kann sowas in 200 Jahren sich alles wieder ändern. Aber es ist halt, ich find's halt schwach. Der Wasser kann in der Zeit halt auftauchen. Und der Teaser ist halt auch noch sehr interessant, weil wir haben ja schon darüber spekuliert, ob der Teaser überhaupt die Gegenwart zeigt oder nicht die Vergangenheit. Nee, auch so eine Geschichte. Also Vision vielleicht vom Spätbegriff. Genau. Mhm. Weil was wir vielleicht eine Story später haben werden. Genau, dass das vielleicht eine Story-Sequenz eben ist, wenn wir im Auge des Norns stehen und dann ins Spähbecken gucken und sehen, okay, wir müssen jetzt doch irgendwie nach Kanta, ja. Oder so sieht's also in Kanta aus. Aber das ist das Schöne, also alles, was wir jetzt hier diskutiert haben, ändert halt an meiner Aussage von vorher nichts. Ich habe halt damals begründet, wie du richtig zusammengefasst hast, der Typ war halt radikal, alles Nichtmenschliche weg. Ich finde keinen Weg, wie die Geschichte dahin kommt. Und ich brauche halt den Fanservice nicht. Ich persönlich hätte halt lieber Gebiete neu entdeckt in dem Spiel und nicht alte Gebiete re-entdeckt, die zu einem Großteil die Erwartungen, die ich an das Gebiet habe, nicht erfüllen können. Weil ich weiß, dass ganz viele Leute Bock auf Kaineng haben, auf diese riesigen Häuser, an denen hochzuspringen, sie innen drin zu betreten. Und die werden halt fürchterlich enttäuscht sein, weil eben nicht diese ganzen Häuser, die du damals gesehen hast, die einfach nur in der einfach nur in so einer halb simulierten 3D-Welt standen, meistens nicht mal echt 3D waren, dass die halt überhaupt nicht so zugänglich werden, wie die Leute Bock darauf haben. Und ein neues Gebiet hat halt keine Erwartungen, die du an das Gebiet hast, sondern es ist was Neues. Und Kanta ist eben was Altes. Und an was Altes habe ich Erwartungen. Und die können eigentlich nur, meiner Erfahrung nach, enttäuscht werden. Und das ist halt der Grund, warum ich Kanta nicht mag. Ich kann nur überrascht werden, weil ich habe es nicht gespielt, das Original. Ja, gebe ich dir recht. Aber ich muss halt auch sagen, Kanta ist eine Geschichte, die wurde halt direkt nach Release halt bis zum St. Nimmerleinstag immer gefragt. Gehen wir irgendwann mal nach Kanta? Wann geht's nach Kanta? Kanta, 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 Kanta. Und dementsprechend, die mussten halt es muss halt irgendwann nach Kanta gehen. Das ist ganz klar. Kanta ist ein Ort, der halt ganz viele interessante Geschichten bereithält. Allein die Frage, ist das Jadermeer flüssig oder nicht? Darüber haben wir auch mal im Podcast drüber geredet, wo ich gesagt habe, vielleicht ist das Jadermeer jetzt in der Verfassung eines Puddings, Wackelpuddings. Also weder wackelmäßig obendrauf. Weder ganz fest noch ganz flüssig. Das sind halt ganz viele Sachen. Die das halt muss ja das sein, das wenn die Leute enttäuscht. Ist die Frage. Aber das sind halt ganz viele Fragen, die halt in Givers 1 im Grunde geschaffen werden, wie es halt später dort aussehen wird. Und die sollten halt schon irgendwann beantworten. Ja, und das klar, ist ja das Problem. Klar, es ist Fanservice, ist klar. Aber hast du das nicht bei WoW zum Beispiel auch?
Hast du oh, das ich weiß nicht, ja, natürlich, aber sie geben ja halt ihren eigenen Spin drauf. Also, klar, Fanservice ist der Fehler. Waren die letzten Erweiterungen echt Fanservice? Also, in meinem Leben könnte ich mich nicht daran erinnern, dass sie heute gegen Mist Allianz ist Pandaria. Also Lich King ist eigentlich Fanservice. Ja, Burning Crusade, Lich King, okay. Hat aber viele neue Sachen Frozen gehabt. Throne. Alles, was nach Wrath of the Lich King kam, war doch nicht mehr Fanservice. Ich kann mich. Deathwing mag vielleicht noch irgendwo vielleicht, gewünscht vielleicht gewesen einige, sein. Vielleicht aber Pandaren? Pandaren waren vielleicht für Wer hat denn gesagt, scheiße, alles, was mir im WoW fehlt, sind ein paar Pandas und Schar? Ja, das wurde Warcraft gemacht, um den chinesischen Markt halt wieder abzuholen, weil darauf steht Blizzard. Ja. Aber die Erweiterung war ziemlich gut. Und die Story, die erzählt wurde, war ziemlich erwachsen. Pandaria? Nicht ja. Pandaria Freunde ist gerade. Eine der meistgehassten Erweiterungen. Nein, okay. Nein, du hast keine Ahnung. Das ist Warlords of Draenor und mittlerweile Ahnung. Ist es Battle for Azeroth. Leute hassen Battle for Azeroth. Ja, also wir haben bei meinem MMO eine Umfrage gemacht. Und zwar erst vor 2 Wochen. Wo es darum ging. Ja, mein MMO ist ja auch sehr aussagekräftig, nur Deutschland. Ja, wir haben eine harte WoW-Community bei uns tatsächlich. An der Umfrage haben, ich möchte nicht lügen, mehr als 5000 Menschen teilgenommen. Mhm. Das ist, fällt halt schon in die Riege repräsentativ. Nix im Vergleich zu den Gräu, okay. Ja, aber da ist halt Mist of Pandaria direkt hinter Warlords of Draenor auf Platz 3. Gut, ganz vorne, das meistens ist die aktuelle Erweiterung ganz vorne, BFA. Ja, jetzt wird's also BFA ist im internationalen Netz in der Community extrem gehasst und Pandaria ist das bessere BFA, weil im Prinzip BFA die gleiche Story erzählt und Pandaria zu besser. Ist er? Aber Kanta, ja, Kanta. Ich denke mir, okay, jetzt wird halt Kanta gemacht. Das ist ein Ort, der wird mich einfach visuell auch interessieren. Oh, als ja, einer, voll. Der halt kaum Guild Wars 1 gespielt hat. Ich muss auch sagen, wenn man sich halt ein bisschen in den Lore reinliest, dann sieht man halt ganz viele Story-Ansätze, die ganz interessant werden, ganz viel Konfliktpotenzial. Und wenn Kanta erledigt ist, dann haben wir aber nichts mehr, was wir noch besuchen können. Da haben wir alle Gebiete aus Guild Wars 1 abgegrast, ja. Im Grunde. Und dann haben wir Platz für neue Sachen. Wir können ganz weit in den Westen reisen. Wir können ganz weit in den Osten über das große jetzt? Wasser. Weil niemand zwingt mich. Ich zitiere hier Ori. Ruby meinte, die Story, was kommen soll mit der nächsten Expansion, war schon lange geplant und die Living Stories sollen darauf hinlaufen. Disagree. Ich bin mir, das hat das nicht sogar mal die Olle Price gesagt, dass sie durchaus darüber nachgedacht haben, Guild Wars 2 enden zu lassen? Ja, das war, das war das Ende der vierten Staffel. Ja. Genau. Ja, da kannst du doch nicht sagen, die nächste Expansion war schon lange geplant. Auf dem Luftschiff oben, das war der perfekte. Ja, Moment. Hättest du das Spiel beenden können an der Stelle. Auch wenn die Drachen noch gewesen waren, aber du hättest sagen können, okay, das fühlt sich an wie ein Happy End. Aurin da draußen kann uns nichts mehr passieren. Wir stehen auf dem Luftschiff, schauen in den Sonnenuntergang, alles ist cool. Ja, aber hätten sie ihre Projekte klar, also ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie so geplant war, weil wenn du das Spiel anfängst, wenn du anfängst, eine Story zu schreiben, versuchst du eine Rahmenhandlung zu schaffen und wenn du sagst, okay... Das haben sie in Staffel 1 auch probiert, hast du mal ja gesehen. Es ist die Wahrheit, die haben die Story in einer Woche schnell runtergerotzt, das haben sie selbst zugegeben. Ja, aber wenn... Ja, die aber Frau, wenn du halt eine Rahmenhandlung hast, wie wir besiegen Mordremorph in Maguma, wir besiegen dann, was hatten wir dann? Wir hatten ja erstmal hier, wie heißt der? Hat man schon alle wieder vergessen. Den Ollen im Ohr. Leitern. Ja, das ist nicht der Rede wert. Dann sagst du, was weiß ich, besser als der Bodybuilder. Dann besiegen wir irgendwann in Ilona dann eben Krakatorik und gehen dann in das den Norden. Das haben die niemals vorgeplant. Das ist, das kann schon sein, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist wie mit Final Fantasy XIV, wo die Leute gedacht haben, oh ja, klar, Shadowbringers war schon lange geplant und sie hinzugegeben. Ja gut, so nach 3.4 mit den Kriegern der Dunkelheit, das fanden wir so spannend, daraus könnte man eine Expansion machen. Ja, und das ist ja das so war es halt. Ja, genau, genau so. Die haben halt jetzt gesagt, okay, scheiße, nach dem Rauswurf können wir das jetzt hier nicht enden lassen. NCSoft hat vorgegeben, alle machen Spekulation. Spekulation, das ist halt ne, nichts, was wirklich so sein muss. Aber
es klingt halt, es klingt danach, als hätte irgendwann mal einer gesagt, ne, nach dem Rauswurf, also nach diesen Massenentlassungen, hat NCSoft gesagt, hör mal Mädels, ein Spiel könnt ihr machen, ja, aber jetzt brauchen wir erstmal wieder Kohle von euch, damit wir uns euch leisten können, macht jetzt mal ordentlich Guild Wars 2 ordentlich. Und dann die alle so, oh scheiße, dann können wir es nach der Lebendigen Welt Staffel 4 gar nicht enden lassen, oh Mist, fuck, was machen wir jetzt? Und dann, ja, dann machen wir halt die nächste Lebendige Welt, okay, dann haben sie mit der Lebendigen Welt angefangen, gemerkt, oh scheiße, es kommt gar nicht so gut an, ja, fuck, wir müssen doch eine Erweiterung nachlegen. Dann wurde schnell in so einer Nacht- und Nebelaktion eine Erweiterung zusammengeschrieben und es hieß, ja, wir machen Kanter. Komm, Kanter wollen die Leute, ist Fanservice. Wie kommen wir denn nach Kanter? Ja, das ist erstmal scheißegal, wir machen auf jeden Fall Kanter. Und dann, als die Spielerzahlen wieder ein bisschen nach unten gingen, haben sie den Trailer rausgeschmissen und gesagt, hier, guck mal, den Teaser rausgeschmissen. Das ist schon sehr zynisch hier. Kanter hätte ich früher gesagt. Nein, aber das Ding ist halt, dass die wollten das nach der Lebendigen Welt Staffel 4 enden lassen. Dann kamen die Rauswürfe, dann ist plötzlich alles umgekrempelt. Ja, das heißt, die müssen da halt noch Kohle rauspressen. Die wollten ihr Mobile-Spiel wahrscheinlich raushauen, was halt da nicht funktioniert hat. Dieses mit dem Guild Wars 2 bunten Trailer, das ist ja eigentlich für Mobile ideal. Kann man ja mal so sagen. Ja, das hatten wir spekuliert, genau. Ja, aber was damit ist, kein... Ich meine, von Jason Schreier wissen wir ja, dass mehrere Projekte da waren. Sie hatten auch Leute für ein Mobile-Spiel angestellt, also das hatte ich ja auch mal festgestellt durch LinkedIn und, ja, und glaube auch damals Jobausschreibungen. Da waren auch Leute an einem Mobile-Spiel mal dran. Du kannst jetzt noch LinkedIn durchgucken. Da sind teilweise sehr, sehr interessante Beschreibungen bei ArenaNet-Mitarbeitern, die halt nicht an Guild Wars 2 arbeiten. Die Schöle zum Beispiel, die in der GW2 arbeitet. Die arbeitet an einem Project, ja. Richtig. Das ist dieses Third-Person-Ding. Wo man hofft, dass es vielleicht endlich mal rauskommt, weil es wäre schön, was Neues von denen einfach zu sehen. Das könnte auch Guild Wars 3 sein. Nein, Guild Wars 3 sollte laut Jason Schreier ja mit Mike O'Brien gemacht werden. Der hat ja nach der Entlassung damit angefangen, Guild Wars 3 zu pitchen mit ein paar Leuten, hat aber dann die Firma verlassen. Und überleg mal, mit welchen Leuten er die Firma verlassen hat und was sie jetzt machen. Also, ich freue mich auf ja, meine Frage. Er hat einfach sein Team, das er damals da hatte, mitgenommen. Macht ja Sinn. Bin sehr gespannt, was die mit Mannerworks machen. Naja, echt nicht. Ja, und Mike Morheim hat er jetzt auch dann seit Activision Blizzard-Macher gesagt, ich bin jetzt Publisher, mach zwei neue Studios auf, mit WoW, mit Blizzard-Veteran. Ja, ich meine, so viele Sachen, wo du halt merkst irgendwie, wo er sagen will, ja, ich war doch nie der Böse, die Bösen waren eigentlich immer Activision. Ja. Das stimmt halt auch nicht. Das stimmt nicht. Er sagt selbst Sachen, wo er damals zu den Activision-Leuten auch gesagt hat, schaut mal Herz und geht so durch die Decke, damit machen wir in China viel Geld. Also ich meine ganz ehrlich. Sag mal, bin ich der Einzige, der ihm eigentlich auffällt, dass jedes Projekt, das irgendwie MMO ist und irgendwie zeigt will, hier könnte was laufen, sagen, sie haben ehemalige Blizzard-Mitarbeiter, dass es irgendwie das, bei jedem ja, zweiten Spiel das, ist, das oder EverQuest, wo ich mir jedes Mal denke, so viele Mitarbeiter kann jetzt Blizzard nicht noch entlassen haben, dass es ja immer noch Leute gibt. Ja gut, da ist halt immer eine Fluktuation. Wahrscheinlich ist es immer so, dass es genau dieser eine Mitarbeiter ist, der bei jedem Studio eingestellt wird, damit man sagen kann, wir haben auch Blizzard-Mitarbeiter. Aber es ist interessant, weil alles, was halt so MMORPG relevant und interessant ist, hat halt irgendwo, mal abgesehen von Ashes of Creation, die hatten einfach nur einen Millionär, der viel Geld hat, die haben halt irgendwo einen Kopf aus einem Studio oder aus einen Kopf, der früher mal irgendwo erfolgreich war. Mhm. Also Amazon hat ja anfangs sehr, sehr stark auf alte Veteranen gesetzt. Da sind sie jetzt ja so ein bisschen von weg. Hinter Crawfall stand ja ursprünglich mal Rev Costa, der eine Typ von Dingens stand ja auch hinter Camelot Unchained, da ist er jetzt ja inzwischen auch raus. Jetzt macht hier der EverQuest-Mensch, oh mein Gott, ich bin so schlecht mit Namen, ne? Ja, aber der macht was, Mike O'Brien macht was Crawfall Neues mit Mannerworks. Auch sehr lange Travian Games einfach hinten dran stehen gehabt. Also recht früh war dann schon Travian Games hinten dran als Publisher. Inzwischen ja, aber auch nur halt im deutschen Raum. Im europäischen sogar. Wie ist der jetzt der komische EverQuest? Ist ja nicht so schlimm.
Nein, aber es ist super spannend, dass diese Veteranen halt immer noch irgendwie daran glauben und immer wieder was Neues aufbauen wollen. Die ja, gut, den Ambitionen, halt sind Star gewohnt gewesen, große Hits zu machen, und plötzlich haben sie kaum noch Geld und dann scheitern zum Beispiel. Star Citizen hat den großen Namen von X-Wing hinter sich. Hier, John Smedley, genau, der CEO von Sony Online Entertainment, der halt damals EverQuest mitgemacht hat und unter dem unter anderem auch Steve Clover und wie hieß hier, Brad McQuiet hieß der Typ. Kenn ich alle nicht. Aber und EverQuest Brad McQuiet 1. kennt man noch. Aber EverQuest 1, ja. Nicht EverQuest Next. Doch, an EverQuest Next war Smedley auch dran, aber oh Gott, das ist ja unter ihm gescheitert. Ja, es ist ziemlich hart gescheitert. Brad McQuiet kennt man vielleicht, der hatte mit Pantheon of the Rise of the Fallen, das MMORPG, hat er angefangen, ist dann allerdings, glaube ich, 2019 irgendwann verstorben. Also all diese alten Veteranen, die mal irgendwann an EverQuest oder Star Wars Galaxies oder so gearbeitet haben, die sitzen alle aktuell an eigenen Projekten und keiner schafft es irgendwie, was zu finishen. Und ich habe so das ungute Gefühl, dass vieles davon auch in die Hose geht. Ja, ich habe das Gefühl, dass das New World rauskommen wird, scheitern wird. Ich habe inzwischen die Befürchtung, dass Edges of Creation rauskommen wird und scheitern. Oh. Das sind die einzigen beiden Titel, denen ich tatsächlich ein bisschen was zutraue. Sie Astellia, ja, das wird ein Durchbruch. Ich bin sehr vorsichtig. Ich habe nie gesagt, dass Astellia also, Durchbruch wird. Ich finde es ja so schön, mein MMO hat es auch ein paar Mal hervorgehoben bei Edges of Creation, diese Geschichte, diese PvP-Geschichte. Diese Battle Royale-Geschichte. Oh ja, das war ein Reinfall. Ist eine super spannende Geschichte eigentlich in der Ages of Creation. Ja. Weil auch ich übrigens Stephen Sharif nicht so als, also er ist halt kein kompetenter Entwickler, kein Veteran, kein nix. Der hat einfach nur Geld und Ideen. Ja, das ist halt im Grunde ist der so, wie ich mir immer Elon Musk privat vorstelle. Ich habe doch, weißt du, was ich schon immer mal haben wollte? Ein Flammenwerfer. Ja, er stellt eine Firma, die baut einen Flammenwerfer. Boah, weißt du, ein Elektroauto wäre ziemlich geil. Er hat Tesla gegründet, hat ein Elektroauto. Ja, Steve Sharif ist ja ähnlich. Weißt du, was geil ist? Raumschifffahrt. Lass uns Raketen in die Luft schießen. Der ist ja irgendwie zigfacher Millionär und hat dann Arc-Age gespielt und hat gesagt, ja, Arc-Age ist eigentlich ganz cool, aber Großteil davon ist halt doch Kacke. Ich hätte gern ein besseres Arc-Age. Und dann hat er halt gesagt, ja, ich nutze jetzt mal meine Millionen und gründe ein Studio, stelle ein paar Leute an, die mal an Planet Side 2 und an die bei Blizzard gearbeitet haben. Und mach halt mit denen jetzt ein geiles MMORPG. Das Lustige bei denen ist ja, die finden zu wenig Mitarbeiter. Also die hätten gerade mehr Stellen frei, als die Leute einstellen, was, glaube ich, auch recht selten ist. Das ist nicht selten, nein. Das ist tatsächlich nicht selten. Ja, okay, wahrscheinlich. Das ist in der also direkte Entwickler sind das, wahrscheinlich schwieriger als. Das ist in der IT-Branche allgemein ein mega großes Problem. Leute, du findest die Leute einfach nicht. Jeder will so halt 6 Tage crunchen oder mehr. Ja, es geht auch darum, dass die Leute halt schon woanders eingestellt sind. Mhm. Aber also jetzt abseits von Ashes of Creation ist halt Amazon an sich super, super spannend, weil du hast gerade New World angesprochen. Sie arbeiten derzeit an einem Herr der Ringe MMO, einem neuen. Sie publishen demnächst Lost Ark bei uns. Und was ich jetzt eben vorhin angedeutet habe, John Smedley macht unter Amazon ein viertes MMO, also das vierte MMO der Firma. Und das soll ein Science-Fiction-Spiel werden. Ja, und dann haben wir noch Crucible. Dann haben wir noch, richtig, aber das habe ich jetzt ausgeblendet. Und das ist jetzt genau das nächste Problem. Von Mike C. Also. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als Blizzard angekündigt haben, dass wir an einem zweiten MMO arbeiten. Titan hieß das damals? Mhm. Okay, ich wusste es nicht mehr. Was ja im Grunde jetzt Overwatch geworden ist. Was halt nochmal komplett anders ist. Und die Leute damals schon mich angerufen haben. Jetzt mitnehmen. Das war die Geschichte mit Dutzern. Okay. Wir driften ganz schön ab. Ja, scheiß drauf. Ich bin im Podcast. Kurz mal eine Idee zu bringen. Ja, bitte, bring sie. Was die Leute damals kritisiert haben, und das ist auch eine Geschichte, die ich mir inzwischen hart im Kopf halte und immer wieder gucke, wenn halt gerade sowas wie Amazon Gaming dann sagt, wir machen jetzt noch ein Herr der Ringe online, also ein Herr der Ringe MMO, ist folgendes.
du versuchst, Produkte rauszubringen, die nicht in Konkurrenz zu deinen eigenen Produkten stehen. Und ein Herr der Ringe MMORPG steht ziemlich hart in Konkurrenz zu einem New World. Auch ein Science-Fiction-MMO steht mehr oder weniger auch in harter Konkurrenz zu einem anderen. Lost Ark steht auch in Konkurrenz zu New World. Ja, und das ist halt echt gefährlich, weil du kannst dir damit deine eigenen Spieler einfach weggraben, ohne dass du das eigentlich willst. Deswegen hat faktisch, wenn du dann Blizzard mal anguckst, Blizzard hat nicht wirkliche Konkurrenzprodukte zueinander. Die haben zum Beispiel Warcraft 3, ja gut, Warcraft 3 und Starcraft 2. Gut, gebe ich zu. Die stehen in Konkurrenz. Aber im Grunde ansonsten, sie bringen ja keine neuen RTS-Games mehr raus. Weil eigentlich sollte Reforged so das neue RTS sein. Reforged hat nie existiert. Ja, eigentlich ist das nie released worden, aber das ist ein anderes Thema. Genau, aber du hast diese RTS. Die Shareholders brauchten Geld, deswegen wurde es gemacht. Du hast im Grunde die RTS-Sparte bei Blizzard, du hast die MMORPG-Sparte mit WoW natürlich. Action-RPG mit Diablo. Genau, Action-RPG mit Diablo. Du hast die Shooter-Szene mit Overwatch. Du hast MOBA, Heroes of the Storm und Kartenspiel Hearthstone. Genau. Und die stehen halt nicht wirklich in Konkurrenz. Ne, die ergänzen ganz sich ja sogar. Genau. Die haben eben Synergien zueinander aufgebaut. Und das ist halt klug. Das funktioniert halt extrem gut bei Blizzard. Ja, aber du verwechselst da bei Amazon was. Weil die sind zwar Entwickler, ja, aber halt auch Publisher. Und du sagst ja auch nicht bei NCSoft, es war von denen eine unsmarte Idee, Lineage, Blade and Soul und Guild Wars 2 zusammen rauszubringen. Weil alle haben denen Geld gebracht. Ja, das, da gebe ich dir recht. Aber das sind ja alle Studios von Amazon, die in direkter Konkurrenz stehen. Das Herr der Ringe-Studio ist ein chinesisches, weil das wird hauptsächlich in einer komischen chinesischen Stadt entwickelt. Wird auch Free-to-Play, Leute vermuten schon, dass das auch unschönes Monetarisierungsmodell haben könnte. Und ja gut, das, Studio, was jetzt Smedley gegründet hat, soweit ich das richtig verstehe, ist auch so independent wie Crucible. Crucible ist ja auch ein eigenes Studio und wird mehr oder weniger nur von Amazon mit Geld und Publishing versorgt. Aber hat Amazon nicht 4 Studios? Das kann ich jetzt so nicht beantworten, tatsächlich. Also, soweit ich weiß. Oder haben sie inzwischen schon wieder alle geschlossen? Also Crucible, wie gesagt, ist halt ein externes Studio, das quasi nur von Amazon gepublished wird. Und so soll es, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Smedley auch sein. Und Herr der Ringe wird halt in einem ganz anderen Land entwickelt. Also, das einzig echte eigene Studio ist im Prinzip New World. Und hier Lost Ark, da übernimmt Amazon ja auch nur das Publishing. Entwickelt wird es ja von, oder wurde es ja schon von Smilegate. Das finde ich übrigens cool. Das ist übrigens eine super coole Nachricht für alle Action-RPG/MMORPG-Fans, dass die, also dass Amazon Lost Ark zu uns in den Westen bringt, ist halt cool, weil ich glaube, dass das zu einer ordentlichen Vertonung führen könnte, sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Weil ich weiß nicht, wie gut das gelaufen wäre, wenn eine koreanische Firma sich selber hier published. Erfahrungsgemäß sind die Voice-Over und Lokalisierung eher so mäßig. Und Amazon traue ich das, glaube ich, schon zu, dass sie das gut machen. Also ja, ich sehe da keine direkte Konkurrenz. Sie haben mindestens eins der 4 Studios geschlossen. Ich weiß auch noch von einem ganz anderen Spiel. Tatsächlich lag da bei der Gamescom 2018, als ich New World auch anspielen durfte, eine harte NDA drauf. Aber das A, habe ich nie was unterschrieben. Und B, glaube ich nicht, dass das Spiel noch existiert oder kommt. Mhm. Das könnte sein, dass das später in Crucible aufgegangen ist. Das war tatsächlich ein Battle Royale. Auch von der Grafik ähnelte das so ein bisschen Fortnite. Und das sollte halt voll krass auf Twitch getrimmt sein. Und davon hat man nie was gehört. Und nach 2 Jahren glaube ich nicht, dass das noch großartig kommt. Wenn sie es 2018 schon in der spielbaren Version uns präsentiert haben. Ja, aber das hatte man ja schon vermutet, so ein Spiel, weil die Engine, die ja verwendet wird, ist ja die Lumberjack-Engine. Ja. Und die ist ja von Anfang an bei der Entwicklung auch mit berücksichtigt worden, wobei es eigentlich nur eine Weiterentwicklung der CryEngine ist.
dass man irgendwelche Twitch-Interaktionen drin hat. Da ist irgendein, ja. Ja, Herr der Ringe wird übrigens von zusammen mit Lehu Technologies entwickelt. Ja, klingt deutsch. soll, glaube ich, von der Geschichte her nicht in den, also nirgendwo in dem Bücherrahmen spielen, sondern in dem Rahmen, glaube ich, auch der für die Serie geplant ist, was ja passen würde. Ein MMO kombiniert mit der Serie. Ja, die Entscheidung, die du dann im Spiel hast, wenn du übertragst, die Serie, das guckt mir irgendwie bekannt. Ach so, ja, stimmt, wie hieß das? Nee, das gibt's ja immer noch. Defiance hieß es. Defiance, genau, Defiance, da war es ja genauso. Ja. Leo Technologies ist übrigens also übrigens Teil von Digital Extremes, dem Publisher von Warframe. Um so ein bisschen Hintergrund zu geben. Oh, ich könnte jetzt noch so viel reden, weil ich wüsste jetzt zum Beispiel gern, was zum Beispiel Turbine gerade treibt. Von denen habe ich auch schon länger nichts mehr gehört. Oder Gutes nichts mehr, länger nicht mehr gehört. Die noch? Also, ja, gehen tut's ja noch. Aber was treiben die? Dass es die noch gibt. Ja, wenn ihr da kurz nachschaut, was das ist, will ich einfach den Leuten mal kurz zeigen, dass Ariane doch ein bisschen was auf Social Media gezeigt hat. Nein, echt? Das heißt, es war gut, dass wir jetzt so lange gequatscht haben. Ja. Es war schon vor fast einer Stunde. Ach, okay, die gehören jetzt anscheinend zu Warner Brothers. Warner Brothers Games wurden ja verkauft jetzt, glaube ich. Oder achso, nee, du redest wieder durch. Okay. Ja, gibt's dazu einen Ton? Nee, oder? Die machen jetzt. Ja, es ist im Prinzip. Making of vom Teaser oder was? Nee, das ist im Prinzip nur so. Also im Englischen heißt Throwback Thursday, im Deutschen, wir haben es ja auch auf Deutsch hier. Vor etwa einem Monat veröffentlichen wir das neue Logo und den Trailer für die Erweiterung End of Dragons. Nun blicken wir auf unsere Aufregung und Freude von damals zurück. Wie habt ihr euch dabei gefühlt? Was haltet ihr vom Logo? Dann kriegen wir hier nochmal ein schönes Artwork vom Logo mit so einem runden Kanter da hier hinten. Und einfach noch die Animation vom Logo. Es ist jetzt. Dem schönen Wasser entdecken. Auf dem Sound. Kann er nochmal. Moment, ich mach's nochmal in groß. Hey! Ja, es ist nichts so groß, ich muss erst mal. Nicht so besonders, aber ja. Ist schon wieder ein Monat her. Ah, hier bin ich wieder. Ich habe gerade versucht, während das TS weg war, den Weg zurückzufinden zum eigentlichen Thema. Wir waren bei, ArenaNet hat die ganze Idee um die Erweiterung gerusht, nachdem NCSoft Leute rausgeworfen hat und Michael Bryan jetzt weg ist. Und Michael Bryan hat ein eigenes Studio gemacht, ManaWorks, und von da sind wir auf diese ganzen MMOs gekommen, um mal wieder den Bogen zurückzuschlagen. Ja, auch weil wir halt diskutiert haben, whatever. Ja? Nee, passt schon. Müssen wir nicht weiter vertiefen. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben, also ich bin und bleibe der Meinung, Kanta ist keine gute Idee. Die Erweiterung ist auf jeden Fall ein bisschen gerusht. Der Übergang wird, glaube ich, sehr, sehr holprig und mich nicht glücklich machen. Und trotz all dem, und das schreibe ich, wie du selber festgestellt hast, in dem Artikel auch, trotz all dem habe ich Bock auf Kanta und auf eine neue Guild Wars 2 Erweiterung. Einfach weil dieses Kribbeln, wenn halt was so komplett Neues kommt und wenn man was erkunden und entdecken kann und so, das ist halt mega geil und das kann mir keiner nehmen. Und ja. Ich habe da Bock drauf. Und ich glaube, ich würde mir für eine neue Guild Wars 2 Erweiterung sogar, je nachdem, wann die rauskommt, ein paar Tage Urlaub nehmen. Ich habe immer den Kopf geschüttelt, wenn Leute sich irgendwie für einen Spiele-Release Urlaub genommen haben, weil du weißt nie, ob der wirklich stattfindet oder nicht. Aber ich wäre tatsächlich so weit, dass ich das machen würde. Ja, in den letzten Jahren haben wir da gar keine schlechte Erfahrung gemacht, ehrlich gesagt, in Guild Wars 2. Also ist durchaus spielbar am ersten Tag. Also die Erweiterungen waren okay. Da waren manche Sachen. Ja, aber manche Living World Releases waren schlimmer als die Erweiterung Releases. Gut, man konnte halt ein paar Heldenpunkte in Heart of Thorns nicht erreichen, weil man dafür Beherrschungen gebraucht hat, die man erst später bekommen hat und solche Geschichten mehr. Oder die Story nicht weiterspielen, weil man einen Sprungpilz brauchte, aber nicht freigeschalten hatte. Oder andere Witze. Ja, aber sonst war es ganz in Ordnung, ja.
Also ich hatte da nie große Probleme und wenn ihr weiter kommt und ich mir ein paar Tage frei nehme, dann weiß ich nicht, schreibe ich einen Gastbeitrag bei Guild News. Eine Frage habe ich noch und die würde ich dann auch zum Abschließen benutzen, weil auch Gao die gerade fragt und die lag bei mir auf der Zunge. Es wird viel spekuliert, dass es eine neue spielbare Rasse gibt. Was ist deine Meinung dazu und was ist die neue spielbare Rasse? Willst du jetzt Tego aus meinem Mund hören oder warum macht das so geil? Nein. Es ist ein Thema, worüber wir schon viel im Podcast geredet haben. Ja. Um kurz vielleicht meine Meinung zu sagen, um dir so ein Beispiel zu geben. Ja, ja. Ich bin der Meinung, dass es eine spielbare Rasse nicht geben wird oder ich wünsche mir auch keine spielbare Rasse, weil es eigentlich spielerisch nichts Neues ins Spiel bringt. Ja. Dafür ist es zu spät. Das, was ich, weiß ich nicht, vor wie vielen Jahren schon im Podcast gesagt habe, es ist ein Heidenaufwand, du musst neue Rüstungen designen, Clipping bei alten Rüstungen, es bringt halt, wie du selber sagst, spielerisch einfach keinen großen Mehrwert. Storytechnisch ist es sogar extrem schwierig, eine neue Rasse reinzubringen, weil die ja offiziell in keinem Kanon der alten Erweiterungen und Geschichten drin sind. Und das ist halt mega weird einfach, wenn es heißt, du hast von jeder Rasse einen Helden an deiner Seite beim Kampf gegen Seitan und von deiner Rasse ist da gar kein Held an deiner Seite. Weil dich gab es halt laut Kanon noch gar nicht. Wiedergänger gab es aber damals auch. Ja, aber eine Klasse ist doch überhaupt nicht relevant für das Spielgefühl. Das ist kein Problem. Final Fantasy schafft es auch in WoW genauso. Die Leute lieben es einfach, neue Charaktere zu machen. Unterschätzen es. Ja, ich verstehe es aber nicht. Ziemlich gut an. Ja, für uns Veteranen, für mich, der nur eine Asura spielt im Prinzip, verstehe ich es auch nicht. Und also ich habe meinen Main-Char. Und wenn es jetzt doch eine spielbare Rasse gibt, welche wäre das aus deiner Sicht? Also, Sigmargans? Nein, ich bin gerade am Überlegen, was halt irgendwie sinnvoll in eine neue Erweiterung Menschen. Sich. Kodan. find ich nice. Kodan oder das ist mega smart. Das ist mega smart. Du machst einfach nur eine leicht angepasste menschliche Rasse, immer kleine asiatische Züge und so, benennst die irgendwie anders, Kantana, was Zwerge. Wir nehmen hier Zwerge, das haben wir also irgendwie beschreibst du Nordkorea, weil die sind ja auch Yoka kleinwüchsig ja im Durchschnitt tatsächlich. Also nein, Südkoreaner. Du nennst sie dann irgendwie Kantana als komplett neue Rasse. Und das Geile ist halt, dadurch, dass es Menschen sind, sind die auch nicht weird in der Story und du musst nicht so viele Clipping-Sachen anpassen, du musst es halt alles nur runterskalieren. Mega Plan, das finde ich gut. Also Kantana, die neue Rasse, nachdem es die Elonia nicht als eigene Rasse gibt. Vielleicht catchen sie es ja nach. Okay. Gab es wenigstens schon beim Erstellen könnte auch, dann die Elonia. Finde ich persönlich auch mal eine interessante Antwort, ehrlich gesagt. Das finde ich die einzig smarte Lösung. Leute müssen sich dann, also können die Leute, die dann halt Bock auf eine neue Rasse haben, können sich dann irgendwie einen neuen Charakter erstellen mit komplett neuen optischen Sachen. ArenaNet hat nicht so viel zu tun, weil die müssen quasi fürs Clipping und sowas die Sachen nur anpassen, da es Menschen sind. Die müssen nur ein bestehendes Skelett machen. Wir haben ja Tengu. Ja, und verkleinern, ja, ja. Ja. Wir haben ja Tengu schon drin im Spiel. Und da kann man bestehende Sachen machen. Und das ist ja aber aufgebaut. Du musst jedes Ausrüstungsteil anpassen. Gut, alte Ausrüstungsteile klippen auch in Guild Wars 2. Ja, aber schau dir mal so ein Tengu an und schau dir den Char an. Die Ähnlichkeiten sind schon da. Ja, aber man kann durchaus das Skelett und den Körper vom Char nehmen und machen halt einen Tengu-Kopf drauf. Hast du nur mit dem Kopfteil ein Problem, mit dem Rest wäre es dramatisch. Ja, aber wie viele Kopfteile gibt es im Spiel? 380? Ja, dann klippt's halt durch. Wie gesagt, Lore-Probleme gibt's auch noch, aber mit einem Menschen, der einfach nur ein bisschen anders aussieht, und gehst du das Lore-Problem und das Clipping-Problem. Dann hört ihr mal älteren Podcast an. Das, ja, genau. Das Problem hat mich schon eine Lösung. Machst dann die Menschen-Story, wie du in Götterfels irgendwelche Banditen besiegst, kommst du aber aus Kanta gerade rüber. Ja, du bist da aufgewachsen. Deine Familie kam aus Kanta und du bist da halt aufgewachsen. Also, ja, whatever. Gut, die Frage wurde im Chat gewünscht. Die lag mir ja mal auf der Zunge, weil ich fand, das sei noch ganz interessant als Thema. Ich würde jetzt auch sagen, wir machen mal auch jetzt hier an der Stelle. Ja, mit 2 Stunden, fast schon kurz 40 Minuten. Genau, sagen, ja. Und natürlich laden wir dich natürlich dann auch wieder mal ein, wenn du dann Zeit hast und wir auch Bock auf dich haben. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist deswegen nochmal der Hinweis, ja, an die sowohl jetzt zuschauenden Menschen als auch später auf YouTube. Ich möchte in den Kommentaren so eine kleine Diskussion. War so ein Podcast mit Sputti, obwohl es halt chaotisch und verrückt war, besser als die vorherige Variante? Sagt ihr, ja, so ein Sputti erträgt man alle 10 Ausgaben mal
Oder wünscht ihr euch lieber einen geordneten Podcast zurück und ich sollte besser nie wieder auftauchen? Ja, danke für den Aufruf an die Kommentarsektion. Ich mache übrigens auch einen ganz total unauffälligen Aufruf dazu, mir alle auf Twitch zu folgen. Ne? Ich habe extra den Chat folgt mir geschrieben, ihr müsst einfach nur draufklicken, Plus drücken, easy. Genau, folgt Sputti auch auf Twitter. Twitter unter twitter.com/sputti mit Doppel-I. Mit Doppel-I. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist leider auch mein Twitch-Name. Ich musste immer Doppel-I nehmen, weil irgendwer hat den echten Sputti. Ich bin relativ kurz vor 1000 Followern. Ich würde mich über jeden Twitter-Follower freuen. Wow. Ja, ich möchte immer auch mal vierstellig werden. Ansonsten gibt es natürlich zu sagen, guckt mal bei guildnews.de vorbei, wenn ihr gerade diesen Twitch-Channel entdeckt habt, weil ich habe irgendwie festgestellt, Leute wissen nicht, was Guildnews ist. Das habe ich die letzten Tage festgestellt. Ich habe irgendwelche Leute kamen bei mir hier in den Stream rein und wussten nicht, was Guildnews ist. Das ist Schande. Guckt mal bei guildnews.de dann mal vorbei, ist mal eine Empfehlung. Ansonsten folgt uns auf Twitter, auf Facebook, auf YouTube dürft ihr auch gerne dann auch auf das Glöckchen drücken und sehr gerne kommentieren, wie Sputti gerade schon gesagt hatte. Auf Instagram sind wir auch unterwegs und ihr könnt auch gerne auch mal bei Discord vorbeigucken. Unter discord.gg/guildnews erreicht ihr uns dort. Da könnt ihr uns auch Kommentare noch mal dort hinterlassen, mit anderen diskutieren etc. Mehr möchte ich heute auch gar nicht mehr sagen. Das ist jetzt schon genügend. Also normalerweise mache ich diesen ganzen Monolog noch länger, wo ich sage, ihr könnt euch noch bewerben und so weiter, aber das reicht auch. Gut, ja, dann vielen, vielen Dank, Alex. Oh. Bin das schon wieder tippsch? Ja, ich hab dir geantwortet, bei dir, ja. ja, danke, dass du heute dabei warst. Das war wie früher. Ja, ne? Gut oder schlecht ist, werden uns ja die Zuhörer dann schreiben. Ja, Denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren Frage, und sucht uns auf Google Plus. Niemand Plus gibt Google Plus. Es steht am Ende immer noch Google Plus dran. Was, wo steht das? Das ist ein Running Gag, der muss sein. Hast du das echt drin? Nein. Ja. Dann sage ich einfach noch Servus und Baba. Ja, also tschüss. Macht's gut. Habt noch einen schönen Rest vom Tag, schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao. Ohne mich. Ohne dich. Gott sei Dank.